Dann möchte ich Sie heute zu unserer Abendveranstaltung zur Kriegs- und Krisenberichterstattung von Journalistinnen sehr herzlich begrüßen. Eine Kooperation des Gunnar-Werner-Instituts hier in der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Deutschen Journalistinnenbund. Die zweite Kooperation bisher, wie die Erfahrungen uns gelehrt haben, auch heute im Laufe des Tages, eine gelungene Kooperation. Wir haben heute ja schon im Rahmen eines Fachgesprächs zur spezifischeren Thematik von sexualisierter Gewalt in Kriegs- und Krisenberichterstattung nicht nur durch Journalistinnen, sondern generell in den Medien getagt, diskutiert, Fragen gestellt, mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet, glaube ich. Das ist aber auch durchaus so gewollt und geplant gewesen. Wie die Frage, also die zentrale Frage, wie können wir gegen Stereotypisierungen der Berichterstattung im Bereich sexualisierter Gewalt, nämlich hier die Frauen als Opfer oder die Frauen und Mädchen oder Kinder als Opfer und da die Männer als Täter, was entgegensetzen, was muss da überhaupt entgegengesetzt werden, wenn noch die meisten der Vergewaltigten, und wir haben das am Beispiel Kongo und am Beispiel Kroatiens und Bosniens noch mal konkreter nachvollzogen, wenn also die meisten doch der Vergewaltigten Frauen und Kinder oder Frauen vor allen Dingen sind und Männer wahrscheinlich, das war weniger Thema, weniger auch darüber reden oder als die Beschützer im Krieg, als Konstruktion der Starken, auch der Täter, dann weniger in der Opferrolle gesehen werden. Ich kann Ihnen jetzt die vielen Ergebnisse, die wir in diesem ganzen ganztägigen Seminar herausgefunden haben, nicht alle zusammentragen, aber ein Schlaglicht ist auf jeden Fall, dass eine Frage der Sprache, reden wir eigentlich von Überlebenden, reden wir von Opfern, versuchen wir die Stärken der Frauen hervorzuheben, die Überlebende sind, oder versuchen wir auch nochmal genau in dieses Klischee von Schutzbedürftigen reinzugehen oder in die Falle zu tappen und was haben wir davon? Ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wie können Männer da auch mit ins Boot geholt werden, beziehungsweise wie kann auch die Problematik und Thematik mit aufgegriffen werden und wie kommen auch und unter welchen Bedingungen, das ist zum Beispiel auch am Beispiel des Kongos problematisiert worden, wie kann die Thematik überhaupt breiter in die Medien kommen, ohne dass immer nur sexualisierte Gewalt als das eine Problem dargestellt wird und viele andere Probleme im Kontext von Kriegs- und Krisenberichterstattung dann unter den Tisch fallen. Also auch wie kann man ein größeres Gesamtbild zeichnen. Das sind ein paar Schlagworte. Ein wichtiger Aspekt, denke ich, ist noch vor allen Dingen mit den Überlebenden, mit den Betroffenen selber zu sprechen und die zu Worte kommen zu lassen und nicht über sie zu berichten. Ja, und dann auch noch aus einer eurozentristischen, es wurde auch gesagt, neokolonialistischen oder neoorientalistischen oder orientalisierenden Perspektive heraus. Wir machen dazu ein Ergebnisprotokoll, eine Ergebnissicherung, die Sie alle gerne dann auch auf jeden Fall auf unserer Website nachlesen können. Insofern lade ich Sie da alle herzlich dann zu ein. Ich, vielleicht soll ich noch mal sagen, weil mein Name steht hier gar nicht, bin Gitti Henschel und leite das Gunnar-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist auch die Thematik sexualisierte Gewalt im Kriegskontext und überhaupt Friedens- und Sicherheitspolitik aus einer Gender-Perspektive. Ich danke nochmal ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit mit dem Journalistinnenbund, die ja jetzt auch dann zu Wort kommt. Bevor ich aber das Wort an Andrea Ernst, das ist dann auch das Schild, übergebe, möchte ich erstens unsere Vorstandsfrau Barbara Unmüßig entschuldigen, die unheimlich gerne heute Abend auch hier gewesen wäre, aber weil sie auf Dienstreise ist, nicht konnte und das auch nicht verschieben konnte. Und ich möchte noch, vielleicht haben Sie sich gewundert, über dieses Buch, was doch so schlicht daherkommt, Gute Nachrichten,
aufmerksam machen, weil das genau sozusagen der Kontrapunkt zu der Berichterstattung über ständig schlechte Nachrichten ist, die ja ganz oft dem Journalismus immanent ist, nämlich das Aufgreifen von Erfolgs, sage ich jetzt mal, Projekten, die Frauen in aller Welt initiiert haben, vor allen Dingen auch im Bereich von Kriegs- und Gegenkriegsbewegung, aber auch im Bereich von Ökologie und also ein sehr breites Spektrum abdeckt. Das ist in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung von Ute Scheub, die auch hier sitzt, erstellt worden, die auch eine Website betreibt, Vision News, wo sie noch sehr viel mehr positive Nachrichten, die es auch immer wieder gibt und die in den Medien noch leider so oft zu kurz kommen, dann auch genauer nachzuvollziehen sind. Jetzt wünsche ich uns eine erfolgreiche, interessante Diskussionsrunde und gebe an Andrea Ernst. Bitte schön. Ja, jetzt kann ich kurz entschuldigen. Vielen, vielen Dank, Gitti Henschel. Aus irgendwelchen Gründen ist dies eben nicht da gewesen. Und ein großes Danke an Sie, an die Hausherrin des Gunda-Werner-Instituts in der Heinrich-Böll-Stiftung, unsere Hausherrin heute für den Journalistinnenbund. Wir sind heute die Verantwortlichen für diesen Abend in Kooperation mit dem Gunda-Werner-Institut und haben diesen Abend vor allem mit der Podiumsdiskussion in unserem Fokus als JB, wie wir uns intern gerne nennen. Ich freue mich riesig über unsere Podiumsgäste. Und zwar, Sie werden sich ja noch einmal dann vorgestellt, jetzt gehe ich einfach mal durch, ein herzliches Danke, dass Sie gekommen sind, an die Publizistin und Reporterin Dr. Caroline Emke, die Journalistin und Ausbildnerin Susanne Fischer, die im Libanon arbeitet und von dort zu uns nach Berlin gekommen ist. Danke an die Fotografin Ursula Meissner, die Redakteurin und vormalige Nordafrika-Radio-Korrespondentin Esther Saub, die Kamerafrau Jenny Schenk und die Redakteurin und vormalige Ost- und Westafrika-Fernsehkorrespondentin Birgit Firnig. Unser Dank als Journalistinnenbund geht auch an unsere Förderer, die uns hier bei dieser Abendveranstaltung unterstützt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand von unseren Förderern da ist, deswegen würde ich dann bitten, einfach aufzustehen und irgendwie ein Zeichen zu geben. Es war und ist das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Senioren und die Bundeszentrale für politische Bildung. Und natürlich Sie alle, die hier sind, alle Kolleginnen und Kollegen, die sich hier eingefunden haben, und ein großes Danke auch an meine Kolleginnen im Vorstand, weil wir sind quer durch die Republik. Ich komme eigentlich, arbeite ich in Köln, sprachlich hört man, ich komme aus Österreich, aus Wien, aber wir haben eben auch aus dem Vorstand ist hier in Drani, an Drani das Sonja Winterberg und Rebecca Berheide. Wunderbar. So. Also, eine große Freude und Stolz für uns, dass es uns als Journalistinnenbund gelungen ist, innerhalb von 6 Monaten das zweite Medienlabor zu realisieren. Wenn man nicht genau weiß, was das Medienlabor ist, wird man das heute Abend kennenlernen. Es ist nämlich eine bestimmte Form, wie man den Abend gestaltet, der sich, und das kann ich sagen, weil beim ersten Mal habe ich es dann auch am eigenen Leib erlebt, sich wunderbar unterscheidet von dem, wie normalerweise Podiumsdiskussionen laufen. Es war ein erfolgreicher Start in Hamburg, das erste, Mitte März, und zwar mit den Führungsfrauen aus Medienhäusern und Verlagen hatten wir ein Gespräch über ihre Macht, nämlich die Macht der Frauen in den Verlagen, ihren Weg an die Spitze und darüber, wie sie ihre Macht nutzen. Unser Interesse als Journalistinnenbund ist natürlich immer auch und vor allem zu gucken auf den genderspezifischen Blick, das heißt, machen Frauen etwas anders als Männer, und wenn sie
etwas anders machen? Wie machen Sie es anders und wie sind Ihre Erfahrungen damit? Heute, das Wichtige, GT Henschel hat es schon gesagt, ist ein besonders, ebenfalls ein selten erörtertes Thema, nämlich die Frauen, die die Medienmacht haben. Es wird auch nicht oft diskutiert, und zwar heutiges Thema, die Journalistinnen, die über Krisen und Kriege berichten. Wir haben eine ganze Reihe von Kolleginnen, einige sind hier, die auch im Journalistinnenbund organisiert bzw. interessiert sind. Diese Leerstelle, nämlich der genderspezifische Blick, wie berichten Journalistinnen aus Krisenregionen und Kriegen, ist unsere Leerstelle als Journalistinnenbund, die wir füllen. Wir werden mit dem und wollen mit dem Format Medienlabor, Format heißt es eben, weil es ein bisschen anders ist, eine traditionelle Podiumsdiskussion, ein Gegengewicht schaffen zu den üblichen Mediendebatten, die wir natürlich auch verfolgen als Professionelle, aber Sie sicher generell auch in Ihrer Arbeit oder Freizeit. Viele Frauen arbeiten als Kriegsreporterinnen, sichtbar meist nur, wenn sie für Fernsehanstalten berichten. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Antonia Radosch im deutschsprachigen Raum, war sie eine der präsentesten, sicherlich im Irakkrieg. Viele Kolleginnen begeben sich in Krisengebiete und recherchieren nach dem Ende von Kampfhandlungen, um den Opfer und den Überlebenden eine Stimme zu geben. Der Dubliner Wissenschaftler Maurice Oakley vom Griffith College analysiert die Berichterstattung über Konflikte seit Jahren, nämlich die Medienberichterstattung. Die Reporterinnen schauen nicht nur auf die Kriegsparteien, sondern sie sehen auch, welche Auswirkungen die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf Zivilisten und auf deren Leben hat. Weiter im Text von Oakley, sie nehmen, die Frauen, auch die Konsequenzen des Kriegs für Menschen wahr, das zeichne ihre Berichte aus. Die Männer distanzierten sich von dem, was um sie herum geschehen ist, um möglichst rational zu bleiben und entsprechend zu berichten. Frauen, so Oakley, zeigten mehr Empathie mit den Menschen. Ein berühmtes Beispiel in den 30er Jahren war Martha Gellhorn, die Ehefrau von Ernest Hemingway, die mit ihren Berichten von den wechselnden Frontlinien des Spanischen Bürgerkriegs bald zu einer sehr starken Konkurrenz für ihren Mann wurde. Das zweite Medienlabor hier fragt im Sinne Oakleys, was die Reporterinnen in ihren Einsätzen beobachten, welche Themen ihnen auffallen, ob und in welcher Hinsicht sich ihre Berichte von den männlichen Kollegen unterscheiden. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und Einschätzungen, liebe hier anwesenden Gäste. Lassen Sie mich, bevor es losgeht, auch noch ein Wort des Dankes an die richten, die dieses Medienlabor als Arbeitsgemeinschaft des Journalistinnenbundes vorbereitet und organisiert haben. Und das muss man immer auch dazu sagen, wir machen das alles in ehrenamtlicher Arbeit. Deswegen ist es etwas Besonderes und auch wirklich ein großer Dank an Silvia Feil, Helga Kirchner, Eva Kohlrusch, Regine Münder, Rosemarie Mieder, Sibylle Blockstedt und Dimo Dröter. Als Moderatorinnen begleiten Sie, nämlich die genannten Kolleginnen, heute den Abend. Lassen Sie mich noch einen kleinen Aspekt dazu, der mich besonders an dem Thema auch engagiert, weil ich nicht nur überzeugt bin, dass der Blick von Journalistinnen in den Kriegs- und Krisengebieten ein anderer ist als der von den Kollegen. Es geht auch darum, dass wir in anderen Zusammenhängen die Rückmeldung zum Beispiel von Kolleginnen aus dem arabischen Raum haben, die sagen, durch eure, nämlich nach Westen gerichtet, durch eure Art der Kriegs- und Krisenberichterstattung verzerrt ihr auch den Blick auf unsere Länder. Also das, wie über Länder berichtet wird, die Krisen durchleben oder Krieg durchleben, verzerren wir und prägen ein ganz bestimmtes Bild, nicht nur der Menschen, die dort sind, sondern auch der Frauen, wie sie dort leben. Das wird jetzt auch geht jetzt wieder in die Runde mit dem Opfer,
was Sie vorher gesagt haben. So, jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ich danke herzlich und ich wünsche uns jetzt einen wunderschönen, spannenden Abend. Herzlichen Dank. Ich bin Helga Kirchner aus dem Medienlabor und habe die Freude, jetzt die erste Runde, den ersten Abschnitt dieses Labors, das ich noch ganz kurz erläutern werde, zu moderieren. Und während jetzt die Gäste auf das Podium kommen, ich bitte Sie herzlich dazu, sage ich Ihnen ganz kurz, was den Unterschied ausmacht zu der traditionellen Podiumsdiskussion. Wir wollen in diesem ersten Abschnitt des Abends mit unseren Gästen über ihre Arbeit sprechen. Das heißt, ich werde jeweils ein kurzes Interview führen. Sie geben uns Einblicke in das, was Sie tun, was Sie dabei wahrnehmen, was es mit Ihnen auch, was es in Ihnen bewirkt, zu welchen Einsichten Sie gelangen. Das wird etwa eine Stunde dauern. Danach geht jeweils ein Gast mit einer Moderatorin aus dem Medienlabor in einen der umliegenden Räume und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, haben die Möglichkeit, dann diesen Gast intensiver zu befragen. Und wie das so ist, ich bitte natürlich, weil wir keine vorherige Anmeldung für die einzelnen Gäste erbeten haben, dass Sie sich möglichst gerecht verteilen. Das wäre sehr schön, wenn diese Runde dann abgeschlossen ist, das soll vielleicht so eine Dreiviertelstunde dauern, finden wir uns hier nochmal ein und versuchen, einige wesentliche, grundlegende, übergreifende Fragen nochmal aufzunehmen und da miteinander uns auszutauschen. Ich denke, dass wir dabei die Fragestellung, die uns hier zusammengebracht hat, dann hinreichend vertieft haben, sodass wir sagen können, wir haben jetzt viel Stoff zum Nachdenken, zum Beobachten, zum Prüfen und davon können wir in unserer Arbeit, egal an welcher Stelle wir uns ihr widmen, dann auch enorm profitieren. Und jetzt geht die erste Runde los. Und ich möchte Sie beginnen mit, nein, ich muss noch zweierlei Sachen sagen, die klassischen Moderatorinnen-Patzer sind das. Das eine ist, und das sind jetzt eher so organisatorische Dinge, diese Veranstaltung wird per Livestream über die Homepage der Böll-Stiftung und der Werner-Institut an die Öffentlichkeit gebracht und ebenso per Livestream über den Journalistinnenbund und der Rundfunk Berlin-Brandenburg, RBB kurz genannt. Mit der Zeitpunktesendung ist hier auch durch eine Kollegin vertreten. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg zeichnet auf und wird die Veranstaltung, wenn nicht in voller Länge, sondern aber auch in repräsentativen Ausschnitten zu einem Termin, den ich noch nicht kenne, dann ausstrahlen. Außerdem, glaube ich, gibt es berichterstattende Kolleginnen hier, sodass das, was hier zur Sprache kommt, eben nicht entre nous bleibt, sondern auch noch in eine größere Öffentlichkeit gehen kann. Und das ist dann doch, glaube ich, den Schweiß der Edlen wert. Draußen sehen Sie oder haben Sie vielleicht schon gesehen einige Fotos von Ursula Meißner. Und es läuft über den Beamer projiziert oder es lief eine Reportage oder gar mehrere Reportagen, das konnte ich nicht verifizieren, weil ich dazu keine Zeit hatte, die Birgit Firnig und in Zusammenarbeit mit Jenny Schenk, der Kamerafrau, im Kongo gedreht hat. So, genug der Vorrede und nun zur Sache. Vor anderthalb Jahren ist die amerikanische Kollegin Mary Colvin in Aleppo erschossen worden, zusammen mit ihrem Kollegen, dem Fotografen Remy Ochlik. Mary Colvin galt als unerschrockene Kriegsreporterin, die für die British Sunday Times gearbeitet hat. Zwei Jahre vorher, beim Gedenken an einen Kollegen, der auch in der Arbeit ums Leben gekommen ist, hat sie gesagt, wir verändern etwas, wenn wir das Grauen des Krieges und speziell von den Grausamkeiten gegen die Zivilbevölkerung berichten. Einer muss hingehen und sich ansehen, was geschieht. Man muss den Mächtigen auf die Finger schauen, insbesondere auch der eigenen Armee, die Krieg führt. Den Mächtigen auf die Finger schauen, hingehen, gucken, was passiert, gucken vor allem, was passiert mit denjenigen, die in diesen Kampf- und Kriegszonen leben, überleben, mit den Gräueln und grauenvollen Erfahrungen auch weiterleben müssen. Caroline Ehmke, ich gehe alphabetisch vor, ist seit vielen Jahren in vielen, vielen Ländern unterwegs gewesen. Ich nenne Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Irak, Kolumbien, Libanon. Das haben Sie lange gemacht, Frau Ehmke, für den Spiegel. Sie haben sich dann entschlossen, diese Arbeit in der Form und für den Arbeitgeber so nicht mehr fortzusetzen. Sie haben aber natürlich Ihre Tätigkeit als Autorin, Publizistin weitergeführt. Sie haben aus Israel berichtet, aus der Westbank,
aus Ägypten, Irak und den USA. Und sie sind viele Male oder ich glaube fast immer mit dem Fotografen Sebastian Bolesch unterwegs gewesen, dem sie auch eines ihrer Bücher gewidmet haben. Sie haben jetzt gerade eben ein Buch mit einem großen Essay veröffentlicht. Das ist noch rechtzeitig zur Buchmesse rausgekommen. Das ist ja auch sinnvoll, das ist eine wichtige Strategie. Und sich mit dem Überleben und mit dem Reden als Überlebender, Überlebende beschäftigt, weil es sagbar ist, ist der bezeichnende Titel dieses Buches. Jetzt will ich mal nicht die Perspektive der Überlebenden einnehmen, sondern der, die weitergibt und weitersagt, was sagbar ist. Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen? Wie hat sich Ihre Weise, Ihr Modus von dem, was Sie beobachten, was Sie wahrgenommen haben, gehört, gesehen und berichtet bekommen haben, wie hat sich der entwickelt und wo stehen Sie und sehen Sie sich heute damit? Bitte nehmen Sie das Mikrofon. Tja, also die Frage ist natürlich so groß, dass ich sie nur unvollständig beantworten kann. Ich fange vielleicht mal mit dem zweiten Teil an, wie es sich entwickelt hat und vielleicht beantwortet das dann ja, zumindest bruchstückhaft den ersten Teil der Frage. Ich glaube, zunächst mal habe ich gar nicht gewusst, dass das eine Frage sein kann. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, ich habe wahrscheinlich relativ wenig gedacht, sondern ich bin eben das erste Kriegs- und Krisengebiet gefahren und dachte, naja gut, darüber berichte ich jetzt. Und ich glaube, erst im Verlauf der Zeit in dem ersten Gebiet, in dem ich war, das war Kosovo, also Mazedonien, Albanien und das Kosovo, ist mir dann relativ schnell aufgegangen, dass der Anspruch, mit dem ich dorthin geschickt worden war, damals noch für den Spiegel, nämlich eine neutrale, unbeteiligte, distanzierte Beobachterin zu sein, die objektive Berichte darüber verfassen soll, dass ich diesen Anspruch nicht würde erfüllen können. Und ich glaube, das Grundgefühl, von dem ich jetzt vermute, dass wir es alle teilen, die wir hier auf dem Podium sitzen, ist, dass Krieg als Erfahrung, also die eigene Fähigkeit ist zu beschreiben, zu übersteigen scheint. Also ich bin, glaube ich, aus keiner Gegend nach Hause gekommen und habe gedacht, das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Sondern ich glaube, ich bin aus jeder Gegend nach Hause gekommen und habe gedacht, ich habe komplett darin versagt, den Menschen, die diese Situation nicht erlebt haben, ein adäquates Bild zu geben von dem, was Krieg bedeutet. Und meine Form, mit diesem Gefühl des Versagens umzugehen oder mit diesem Gefühl, dass es eben eine besondere Schwierigkeit darstellt, Gewalt und Kriegserfahrungen wiederzugeben für andere, war eine andere Erzählform zu wählen als die klassisch-journalistische, nämlich Briefe zu schreiben, in denen ich genau diesen Anspruch der Distanziertheit und des Objektiven unterlaufen konnte, indem ich eben auch beschrieben habe, was schief geht, was misslingt, wo man sich irrt. Also all das, was man eigentlich als Nachrichtenjournalistin tunlichst vermeiden sollte, wenn man diesen Anspruch der Objektivität aufrechterhalten soll. Und insofern würde ich sagen, für mich hat es eigentlich nur über die Jahre hin eine Form von Annäherung gegeben an eine Form, in der ich glaube, dass ich weniger scheitere oder weniger versage. Und damit komme ich jetzt sozusagen zu dem ersten Teil Ihrer Frage zurück. Ich glaube, das, was an Kriegen so besonders schwer zu beschreiben ist, ist, dass es eben Anomalien sind. Also die Erfahrungen, die man macht, widersprechen allen moralischen Erwartungen. Und ich glaube, das führt dazu, dass man sie zunächst selber auch als Beobachter nicht glauben möchte. Man will nicht, dass das statt hat, was da statt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist die erste Schwierigkeit beim Schreiben über Krieg und Gewalt. Die zweite ist, dass sehr, sehr viele der Opfer aus diesen Kriegs- und Krisengebieten eben
damit hadern und damit ringen, ihre Geschichten zu erzählen. Und manchmal erzählen die rückwärts und manchmal erzählen sie unterbrochen und manchmal erzählen sie nur Teile davon. Und man muss sozusagen ein Stück weit sozusagen diese Spuren der Gewalt in den Erzählungen dieser Menschen selber abbilden, wenn man ein adäquates Bild von Krieg geben will. Also dass es nicht konsistent ist, dass es brüchig ist, dass es lückenhaft ist. Ja, also es ist sozusagen konsistent mit der Erfahrung, die die machen. Ja. Sie ist nur nicht konsistent für unsere Erwartungshaltung aus Gegenden, in denen kein Krieg statthat. Ja. Also ich fände es sozusagen eher verstörend, wenn die Opfer von Gewalt nicht verstört klingen. Mhm. Also es gibt sozusagen auch eine gewisse Logik darin, wie die erzählen, und ich verstehe auch, dass bestimmte Sachen ausgelassen werden und neige eben immer eher dazu, zu versuchen, die Situation selber als beschädigt zu beschreiben und nicht die Opfer, die sie durchlitten haben. Mhm. Aber auch für die Journalistin, Reporterin, Beobachterin Caroline Ehmke gibt es angesichts dessen, vermute ich, immer noch die Frage, die auch die ganz traditionell fragenden und vorgehenden Journalisten umtreibt: Was ist mit der Verifizierung dessen, was ich gehört habe? Halten Sie es damit jetzt bei der Methode, die Sie im Laufe der Jahre entwickelt haben? Also ich glaube, das, was ich beschrieben habe, ist in dem Sinne gar kein, das ist keine Methode der Recherche, das ist nur so eine Methode des Schreibens, oder das ist sozusagen eine Suche nach einer anderen Form des Schreibens. Das Recherchieren muss meiner Ansicht nach genau so klassisch sozusagen statthaben wie sonst überall auch. Natürlich versucht man so genau wie möglich Dinge, die man hört, zu verifizieren. Wir wissen allerdings auch alle, dass das sehr kompliziert ist, wenn man Menschen interviewt. Also nehmen wir das Beispiel vom Kosovo-Krieg und die Flüchtlinge waren nach Albanien gezogen und erzählen einem Geschichten aus dem Kosovo, und dass man nicht einreisen konnte, sind die Geschichten erstmal nicht zu verifizieren. Mhm. Du kannst sie sozusagen dann eben nur aufschreiben als das, was dir erzählt wurde, und kannst es versuchen, natürlich mit Wahrscheinlichkeit, mit möglichst viele andere Stimmen, verschiedene Perspektiven einzusammeln. Also ich glaube, die Methode der Recherche ist und sollte genauso akkurat und bemüht sozusagen um Vollständigkeit sein, wie überall anders auch. Mhm. Sie haben eben gesagt, dass es so unerhört ist, was Sie da erfahren, was man Ihnen mitteilt oder was Sie beobachten, was zu sehen ist, dass man eigentlich fliehen möchte vor diesen Realitäten. Gibt es, wenn Sie Berichte von Überlebenden hören, für Sie grenzendes Verstehens oder Schwellen des Sagbaren auch, also was Sie dann davon mitteilen können? Nein, ich glaube, Grenzen des Verstehens, also wir meinen mit Verstehen, meinen wir im Sprachgebrauch nicht gutheißen. Nein, sondern keineswegs. Wir meinen natürlich mit Verstehen erstmal, begreife ich, was da passiert ist, was da erlebt wurde. Ja. Also ich würde sagen, es gibt schon Situationen, bei denen ich eine Geschichte einmal, also ich erinnere jetzt einen konkreten Fall von einer Geschichte, die mir erzählt wurde und die ich nicht geglaubt habe und sie deswegen auch nicht weiter recherchiert habe. Und sie dann aber nachher noch von zwei anderen Leuten dieselbe Geschichte wiedergehört habe und dann aus reiner Scham über meinen eigenen Unglauben dann beschlossen habe, okay, also die Geschichte musst du jetzt richtig recherchieren und darüber auch schreiben. Ich glaube aber schon, natürlich gibt es, also für mich zumindest, ich vermute erst recht für diejenigen, die mit Bildern arbeiten, Situationen, wenn man darüber nachdenkt, wie viel ist zumutbar von dem, was wir gehört haben. Und vor allem auch natürlich, in welcher Art und Weise vermittel ich das Grauen am besten? Und manchmal ist sozusagen eine Stufe tiefer gehen, um es jetzt mal sehr platt zu formulieren, möglicherweise wirkungsmächtiger. Es gibt Situationen, da kann man eine konkrete sagen, ich glaube, eine der schrecklichsten Situationen, glaube ich, die ich erlebt habe, war ein Verbandswechsel in einem Krankenhaus im Gazastreifen von Brandwundenopfern. Da hat der Fotograf entschieden, also er hat auch fotografiert, aber
hat gewusst, es hat im Grunde genommen keinen Sinn, die Bilder an die Redaktion zu schicken. Und es war auch eigentlich klar, dass das Bild selber in dem Sinne vermutlich nur schocken würde, es aber keine wirkliche Empathie oder auch nur Nachvollziehbarkeit erzeugen würde. Ich habe aber mich dann ausnahmsweise entschieden, so genau, wie es nur irgend geht, zu beschreiben, was passiert bei einem Verbandswechsel von Brandwundenopfern. Da hat dann aber auch prompt sofort die Redaktion angerufen und gesagt, das sei nicht erträglich und sie, ob sie die Passage kürzen könnten, weil das so widerlich sei, dass sie es nicht aushalten wollten. Und wir haben dann gesagt, nee, das wird jetzt bitte genau so lange als Text. Also es gab kein Bild dazu, aber als Text eben muss es sozusagen in der Zumutung da sein. Aber ich glaube, diese Entscheidungen treffen wir natürlich andauernd. Also die Fragen nicht, ob wir es verstehen können, sondern die Fragen, was von dem, was wir eigentlich als unzumutbar erfinden, muten wir trotzdem zu oder in welcher Form muten wir es zu? Ich glaube, das sind so Balancen, für die es also für mich zumindest gar keine Methode gibt und da gibt es auch keine Regeln, sondern das entscheidet man wirklich, glaube ich, eher immer situativ. Sie haben in Ihrem Essay, der den Hauptteil dieses neuen Buches ausmacht, geschrieben, dass die Sprachlosigkeit der Opfer eigentlich die schlimmste Gewalt ist, die Menschen widerfährt, die geschunden wurden, die entrechtet worden sind, und finden, so habe ich Sie verstanden, Sie sollten ermutigt werden, zu sprechen. Ist das schwierig, Menschen, die sich zurückgezogen haben in das Schweigen, wegen des Leids, was sie erfahren haben, dann zum Sprechen zu bringen? Und was muss diejenige, die das Gegenüber ist, sie in dem Falle, was für eine Haltung muss sie einnehmen oder wie muss sie sich verhalten? Also ich glaube, die Haltung muss zunächst mal sein, dass man natürlich nicht erwarten darf, dass jeder sprechen können muss oder das erzählen können muss, was einen jetzt gerade interessiert. Ich glaube, in dem Essay, worum es mir wirklich zentral dabei ging, war einerseits überhaupt erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben einen solchen Zusammenhang gibt zwischen Gewalt, Traumatisierung und Sprachlosigkeit und dass das für uns alle als weitererzählende Personen und als Zeugen natürlich ein moralisches Problem ist, wenn die Opfer von Gewalt in ihrer Fähigkeit beschädigt werden, das, was sie erlebt haben, zu erzählen, dann gehen die Täter frei aus. Und das heißt, es ist erstmal sozusagen ein riesiges moralisches Problem. Das war, glaube ich, das Erste, was mir wichtig war zu sagen. Und das Zweite war, dass ich aber auch die Haltung, in der gelegentlich eben so vom Unaussprechlichen gesprochen wird, ja, und von Unbeschreiblichen und mit dem eben keineswegs einfach eine geduldige, mitfühlende Haltung Menschen gegenüber vermittelt wird, die es schwer haben, ihre Geschichte zu erzählen, sondern mit der es nachgerade zum Tabu gemacht wird, über bestimmte Sachen zu sprechen. Und dagegen richtet sich dieser Essay. Also ich will einfach nicht, dass sozusagen das Unbeschreibliche irgendwie zum Fetisch wird und wir uns sozusagen so wohlfeil zurücklehnen und nicht mehr bemühen darum. Und ich glaube eben, das ist eine Aufgabe für uns, also als Verschonte und als Ungeprügelte, ist, sich darum zu bemühen, dass anderen eine Situation oder eine Atmosphäre geschaffen wird, in der sie sich zu sprechen trauen. Und ich war jetzt ja heute tagsüber nicht dabei, aber natürlich sind die Beispiele der vergewaltigten Frauen aus Foča, die in Den Haag ausgesagt haben, ein Beispiel dafür, wie Menschen, die sehr, sehr lange geschwiegen haben über das, was sie erlebt haben, dann eben doch noch gesprochen haben. Und zwar auch, weil sie es mit der Hoffnung verbunden haben, dass die Täter dann auch bestraft werden. Sie hoffen auf Gerechtigkeit oder auch Genugtuung oder möglicherweise auch auf beides. Frau Imke, bis hierhin herzlichen Dank. Dankeschön. Susanne Fischer ist Journalistin wie alle hier am Podium und arbeitet seit langem im Nahen Osten. Frau Fischer, Sie haben viel für deutsche Zeitschriften und Magazine gearbeitet, sind 2003 in den Irak gegangen, haben über den Krieg berichtet und lebten bis 2008 in Bagdad und dann im kurdischen Sulaymaniyah und sind mittlerweile im Libanon und arbeiten für das britische Institute for War and Peace Reporting. Sie sind aus der Reporterin, der Journalistin, die Dozentin, die Ausbilderin geworden. Sie bilden, haben irakische Journalisten ausgebildet, Journalistinnen mutmaßlich auch, und in Beirut jetzt syrische und andere Kolleginnen und Kollegen aus dem arabischen Raum. Wie ist dieser Wechsel zustande gekommen?
Der Wechsel hat sich im Irak vollzogen. Ich bin zuerst als Journalistin in den Irak gegangen, 2003, weil ich dort über den, eigentlich nicht über den Krieg als solchen berichten wollte, sondern ich bin auch erst tatsächlich nach dem Ende der eigentlichen Kampfhandlungen in den Irak gegangen. Aber da ging die Welt erst richtig los. Was ich mir nicht so genau überlegt hatte oder ja. Was natürlich auch niemand vorhersagen konnte, ist, dass der eigentliche Krieg nach dem Krieg beginnen würde. Also praktisch zu dem Zeitpunkt im Spätsommer 2003, als ich dann da angekommen bin, fingen die ersten Autobomben gegen Polizeistationen, UNESCO, das Rote Kreuz an und dann fing eigentlich der Krieg gegen die Zivilbevölkerung im Irak an. Nun war ich dann schon mal da und bin dann auch, ich wollte ursprünglich nur für ein paar Monate dorthin gehen, bin dann für 5 Jahre geblieben, weil mich die Geschichte oder die Geschichten der Menschen, muss ich eigentlich sagen, dann dort festgehalten haben. Ich hatte mir das vorher gar nicht so vorstellen können, da ging es mir eigentlich ähnlich wie Caroline, ich bin halt irgendwie mal losgefahren und habe vorher vor allem über deutsche Politik berichtet. Und wenn man dann einmal damit beginnt, sich diese Geschichten von den Menschen anzuhören und wirklich ganz andere Erfahrungen erzählt bekommt und sieht und andere Dinge erlebt, ist es gar nicht so einfach, sich daraus ohne weiteres wieder zurückzuziehen. Und das ist dann eine Entwicklung, dass ich auch das Gefühl hatte, man möchte bestimmte Charaktere weiterverfolgen, man möchte auch sehen, wie es in dem Land weitergeht, weil es eben nicht auf die Kriegshandlung selber nur fixiert war, sondern darauf, wie dann das Staatswesen im Irak aufgebaut wird oder auch nicht aufgebaut wird. Und während ich dann dort war und als Journalistin gearbeitet habe, bin ich Kollegen von dem Institute for War and Peace Reporting begegnet und habe gesehen, was die machen und fand das sehr sinnvoll. Und zwar bilden sie einheimische Journalisten aus in Ländern, in denen es keine freie Presse gibt oder noch nicht gibt, wo lange Staatszensur vorgeherrscht hat und versuchen diesen einheimischen Reportern eine Stimme zu geben. Denn die Realität der meisten Medien sieht ja so aus, dass wir als westliche Medien kurz zu einem Konflikt hinfahren, ein Spotlight, für eine gewisse Zeit ist das Interesse in den Medien da und dann verschwinden wir wieder und dann hört keiner mehr zu. Und wenn man jetzt einheimische Journalisten in die Lage versetzt, professionell zu berichten, haben sie die Chance, ihre eigene Geschichte zu erzählen, vielleicht auch sich nicht nur als Opfer darzustellen, sondern eben auch andere Schwerpunkte zu setzen, als wir als westliche Journalisten setzen würden. Und so kam der Wechsel zustande. Wie haben wir uns denn die Ausbildung unter den Bedingungen, die im Irak herrschen, vorzustellen? Also haben Sie eine Schule, hat das Institute for War and Peace Reporting so viel Mittel, dass Sie auch technisch Ausrüstung anbieten können, wo man auch handwerklich üben kann? Was sind die wesentlichen Lehrinhalte unter den Bedingungen dort und für die Vorbereitung einer Berichterstattung, die sich frei macht von der Repression und den freien Blick und den Blick für die Menschenrechte und eine zivile Gesellschaft dann schärft? Die Ausstattung, die variiert sehr von Programm zu Programm. Das hängt immer auch dann davon ab, wo die Geldgeber gerade großes Interesse haben, Ausbildung zu finanzieren. Das muss man leider so sagen. Im Irak war das Interesse zu dem Zeitpunkt sehr groß. Das heißt, es gab relativ viel Geld. Wir hatten dann tatsächlich wie so eine kleine Schule, wobei man sich das jetzt nicht wie ein großes Schulgebäude vorstellen muss, sondern es war ein relativ kleines Haus mit eben 2 Klassenräumen, wo eine Reihe von Trainern regelmäßig Kurse gemacht hat. Wir haben relativ kurze Schulungen, aber wiederholte Schulungen gemacht, um das dann systematisch aufzubauen. Also am Anfang wirklich so eine Art Grundausbildung. Wie schreibe ich eine Nachricht? Wie baue ich eine Nachricht auf? Wie recherchiere ich? Und dann so langsam aufgebaut eine Reportage, Radioberichterstattung, Fernsehberichterstattung, sodass jemand, der dann alle Kurse durchlaufen hat, eben eine etwas umfassendere Ausbildung hatte. Mhm. Das sind Männer und Frauen gewesen? Der Irak war ja nun ein säkularer Staat. Jetzt haben sich die Verhältnisse auch durch die Aufsplitterung der Religionsgruppen sicher schon wieder ein bisschen verändert. Wir haben immer großen Wert darauf gelegt, dass wir beides haben, ja. Männer und Frauen, und haben versucht, dass ungefähr die Hälfte ist. Es hat nicht immer geklappt und es hängt auch sehr stark von der Region ab. Manche Regionen im Irak sind konservativer als andere. Aus manchen Gegenden war es, also aus Fallujah zum Beispiel, war es extrem schwierig, Frauen zu bekommen. Wir haben dann manchmal den Kompromiss gemacht, dass eine sagt, ich kann nur kommen, wenn mein Ehemann mitkommt zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, ist zwar nicht so das, wie wir uns das vorstellen, wenn man sich dann überlegt, geht er dann auch zur Recherche mit und wird er dann die Geschichte erst lesen, bevor seine Frau die schreiben darf. Aber wir haben gedacht, bevor wir die Frau gar nicht bringen können, haben wir uns dann halt darauf eingelassen. Mhm. Haben Sie weiterverfolgt, was aus den ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen geworden ist und unter den gewaltsamen Bedingungen, die im Irak immer noch herrschen, ob sie alle noch am Leben sind, was sie riskiert haben? Also es sind leider nicht mehr alle am Leben, es sind einige ums Leben gekommen, aber auch schon in der Zeit, in der ich noch dort war. Mhm.
Einfach weil wirklich die einheimischen Journalisten natürlich noch größere Risiken eingehen als wir ausländische Journalisten, die in einem gesicherten Hotel wohnen oder einen gepanzerten Wagen haben oder vielleicht einen Leibwächter dabei haben. Die Journalisten kehren abends in ihre Häuser zurück, leben dort mit ihren Familien und sind natürlich viel schneller ein Ziel als wir ausländischen Journalisten, die vielleicht nur für eine Woche da sind und uns dann wieder zurückziehen können. Aber ganz viele von den Kolleginnen und Kollegen, die wir ausgebildet haben, arbeiten heute auch noch als Journalisten, entweder für einheimische Medien, die sich jetzt dort etabliert haben, oder auch für ausländische Medien. Ist das auch so mit den, hat sich das so entwickelt mit den syrischen Kolleginnen und Kollegen, die Sie dann von Beirut aus ausgebildet haben, ja noch vor dem Bürgerkrieg, und denjenigen, die Sie aus anderen arabischen Ländern, Libanon denke ich, Jordanien vielleicht auch, zurzeit in Beirut ausbilden? Die Situation in Syrien war von Anfang an etwas anders, denn als wir begonnen haben 2007 in Syrien, ich habe die ersten Kurse sogar in Damaskus selber gemacht, Journalistin auszubilden, mussten wir das sehr diskret machen, denn wir wollten mit der Regierung dort nichts zu tun haben. Das ist verständlich. Und haben das praktisch alles unter dem Radar gemacht, soweit das möglich ist in Syrien. Man muss immer mit irgendeiner Stelle zusammenarbeiten, aber wir haben halt keine Regierungsstellen uns dafür gesucht. Und was den Offiziellen, glaube ich, sehr, sehr lange nicht klar war, ist, dass wir nicht nur diese Kurse machen, sondern dass wir, nachdem wir die Kurse machen, so eine Art Mentoring-Programm haben. Mhm. Das heißt, die Journalisten schlagen dann Geschichten vor, schreiben sie und wir redigieren sie und veröffentlichen sie. Also in internationalen Medien dann auch? In internationalen Medien, auf unserer Webseite, in internationalen Zeitungen. Ja. Und wir haben das lange ins Englische übersetzt und dann nur auf Englisch übersetzt. Nur haben dann viele arabische Webseiten die Sachen wieder zurück ins Arabische übersetzt und dann irgendwann fiel den Offiziellen mal auf, dass da eine ganze Menge von Syrien-Geschichten auftauchen, von denen sie keine Ahnung hatten, wo sie herkommen. Und, mit welchen Konsequenzen dann für die sie geschrieben haben oder sie, die die verbreitet haben, gab es Konsequenzen? Also sie haben dann die Leute, die in unseren Kursen waren, so wie man das so nennt, zum Tee eingeladen, also zu einem Gespräch beim Geheimdienst, mhm, und haben versucht herauszufinden, wer diese Geschichten schreibt, denn wir haben sie ohne Namen veröffentlicht. Sie konnten es nicht wirklich verifizieren, also für mich war damals auch eine der Erfahrungen so, dass Geheimdienste sind natürlich gefährlich und man darf sie auch nicht unterschätzen und in der Situation, wie sie jetzt in Syrien ist, schon gar nicht, aber es sind auch manchmal ganz schön dumme Leute, die da sitzen. Sie haben zum Beispiel eine Reporter, sie haben die ganze Zeit versucht herauszufinden, wer von den Journalisten gut genug Englisch schreibt, um so zu schreiben. Auf die Idee, dass wir die Geschichten übersetzen, sind sie gar nicht gekommen. Ja, die Konsequenz war, dass ich dann nicht mehr nach Syrien einreisen konnte seit Mai 2010. Ja, Sie brauchen ja Visa und dann kann man an dem Hahn dann auch drehen. Das heißt, deswegen haben Sie Ihren Standort dann nach Beirut verlagert. Genau, und also meinen Schülern wurde dann erzählt, ich würde für den Mossad arbeiten. Mhm. Sie sollten sich von mir fernhalten. Es gibt noch ein anderes interessantes Projekt, das Sie und Ihre Mitstreiter betreiben. Das ist dieses Cyber Arabs Programm. Möchten Sie uns da vielleicht noch einen kurzen Einblick geben? Das lässt sich ja dann in der nächsten Runde vielleicht noch etwas vertiefen, aber es scheint mir sehr spannend zu sein und direkt auch verbunden mit der Zielrichtung einer guten Journalistenausbildung. Ja, das hat sich eigentlich durch Zufall zeitgleich mit dem Beginn des arabischen Frühlings ergeben, dass wir angefangen haben, neben der klassischen Journalistenausbildung auch Kurse anzubieten für Journalisten, aber auch für Menschenrechtsaktivisten oder für solche, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, Kurse anzubieten in digitaler Sicherheit, also wie man eine verschlüsselte E-Mail verschickt, wie man einen sicheren Server benutzt, wie man seine Daten auf dem Computer sicher speichert und so löscht, dass zum Beispiel keine Spuren zurückbleiben. Und das fing, wir hatten das Projekt schon vorgeschlagen, lange bevor der arabische Frühling überhaupt in Sicht war. Bis dann die Gelder durchkommen, dauert das ja mal eine Weile und haben dann im Herbst 2010 so die ersten Vorbereitungen gemacht und hatten den ersten Kurs in Beirut im Januar 2011, also Ende Januar 2011. Und da waren Leute aus dem Jemen, aus Tunesien, aus Ägypten, aus Syrien, aus Jordanien, aus Bahrain, aus Saudi-Arabien. Und das war wirklich eine unvorstellbare Mischung von Leuten, weil die Tunesier platzten quasi vor Selbstbewusstsein, weil sie gerade ihren Diktator gestürzt hatten. Die Ägypter waren gerade dabei und hofften natürlich, dass es bei ihnen auch so schnell ging. Die Syrer waren irgendwie noch ganz, bei uns wird das noch Jahre dauern. Und man hatte so wirklich das Gefühl, man sitzt mittendrin und beobachtet praktisch, wie die nächsten Revolutionen entstehen. Die Leute aus Bahrain hatten ihren großen Tag am 14. Februar dann gerade geplant. Und so hat sich das eigentlich ergeben, dass wir mit Journalisten aus der gesamten arabischen Welt sehr intensiv während der gesamten Zeit zusammengearbeitet haben. Und wie wichtig das war, hat sich ja dann auch gezeigt, dass dann in Ägypten zum Beispiel das Internet abgeschaltet wurde. Und in Syrien gibt es eine regelrechte sogenannte syrische elektronische Armee,
die ganz gezielt versucht, Viren auf Computer von Aktivisten, von Journalisten zu spielen, um sie auszuspionieren und um so dann Netzwerke auszuheben und Leute zu verhaften. Und da ist natürlich dann sehr, sehr wichtig, dass die Leute ihre Daten beschützen können. Die Männer und Frauen, die Sie trainieren für den Journalistenberuf, werden die zu Friedensberichterstatterinnen, Friedensberichterstattern geschult? Oder was ist die Idee dahinter? Also die Idee ist dahinter, dass sie zum einen versuchen, nicht, sagen wir mal, zur Vertiefung der Gewalt beizutragen. Ich glaube, Friedensberichterstattung ist im Moment vor allem im Zusammenhang mit Syrien eigentlich kaum möglich. Aber in einer Sprache zu schreiben, die nicht noch weiter die Gewalt schürt, die keine sektiererischen Elemente enthält, die jetzt nicht eine Gruppe gegen die andere ausspielt, das versuchen wir schon sehr stark zu vermitteln. Ich würde gar nicht mal das große Wort der Objektivität in den Mund nehmen, denn ich kann von einem syrischen Journalisten, der in Syrien lebt und das Ganze hautnah erlebt, fast nicht verlangen, dass er objektiv in dem Sinne darüber berichtet. Ich kann versuchen, ihn zu ermuntern oder sie zu ermuntern, dass sie versuchen, möglichst ausgewogen zu berichten, dass sie beide Seiten hören. Mhm. Aber sie haben natürlich ihren Standpunkt, den sie beibehalten. Schließt das Konzept auch, das, was uns ja hier auch zusammengebracht hat, Gendersensibilität oder das Vermeiden von auch Geschlechterstereotypen ein? Ja, also das ist auch ein ganz, ganz fester Bestandteil unserer Kurse, dass wir zum einen darüber reden, wie spreche ich mit Opfern, wie interviewe ich Opfer, wie schaffe ich eine Situation, wo ich mit Menschen reden kann, welchen Respekt muss ich, wie kann ich diesen Menschen Respekt beibringen, wie gehe ich mit der Geschichte um. Das sind manchmal so ganze Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass man möchte ja die Geschichte von den Menschen hören, aber man darf jetzt keine Erwartung wecken, dass man ihnen irgendwas verspricht, dass man ihnen helfen könnte. Also wenn man zum Beispiel eine Flüchtlingsfamilie interviewt, dass man sich vielleicht dazu hinreißen lässt, ja, ich rede dann mal mit dem, ob man da irgendwas machen kann. Also dass sie zum Beispiel keine Versprechen machen, die sie dann natürlich nicht einhalten können. Mhm. Oder dass sie Leute möglichst getrennt voneinander interviewen sollen, dass sie nicht, wenn man mit einer Gruppe redet, beeinflussen sie sich gegenseitig, die Geschichten verändern sich, weil dann vielleicht einer den anderen übertrumpfen möchte mit der Geschichte. Und solche Sachen sind ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Susanne Fischer, vielen Dank bis hierhin. Ich glaube, das wird spannend werden, daran anzuknüpfen, genauso wie es bei Caroline Ehmke spannend ist, weiterzufragen und ganz sicher auch bei Ursula Meißner, die seit, ich glaube, 25 Jahren als Fotografin in diesen Kriegsgebieten unterwegs ist, als Fotojournalistin. Ich glaube, 1992 im August haben sie die erste Fotoreportage veröffentlicht aus Sarajevo und haben eigentlich keinen viele Kriegsschauplätze nicht ausgelassen, manche wie die Afghanistan viele Male besucht. Wenn ich jetzt sage, Ursula Meißner ist eine Kriegsfotografin, fühlen Sie sich damit richtig gekennzeichnet? Verstehen Sie sich so? Nein, weil dann wäre ich ja immer mit den Soldaten unterwegs und würde den Fokus, so interpretiere ich das als Kriegsfotografin, dann auch auf den Krieg, also auf den tatsächlichen Kampf legen. Und mein Fokus liegt, sofern ich die Aufträge bekomme, eben an den Opfern. Ja? Also meistens sind es die Frauen und Kinder und die Familien im Land. Und darüber versuche ich eben Reportagen zu machen, meistens mit einem begleiteten, schreibenden Journalisten. Oft muss ich auch alleine unterwegs sein, weil ich dann niemanden gefunden habe. Das ist im Laufe der Zeit auch schwieriger geworden, jemanden zu finden, der als Reporterin, Reporter mit Ihnen reist? Ja, frage ich. Es liegt nicht an meiner Person, glaube ich. Nein, ich meine jetzt aber vielleicht an der Finanzierung, an der Bereitschaft von Auftraggebern, Geld für so etwas zu investieren. Ja, tatsächlich ist es natürlich schon schwieriger geworden, zumal man natürlich leichter embedded ist. Mhm. Ja. Und da gehen eben die großen Agenturen und die großen Zeitungen, die dann das Personal dafür haben und auch die professionellen Journalisten dafür haben, aber die kleineren können das nicht mehr leisten, dann kriegt man keine Aufträge oder das Risiko ist zu groß und dann versuche ich dann oft eben, mich so alleine durchzukämpfen, um dahin zu kommen. Also zum Beispiel für Sudan, davor habe ich ein Jahr gebraucht, bis ich das finanziert hatte und dahin konnte. Sie brauchen Übersetzer, Sie brauchen Fahrer, Sie brauchen Sicherheitsleute.
wenn die Möglichkeit besteht, denn das Risiko ist selbst dann immer noch hoch. Ja. Also im Krieg gibt es in der Regel ja keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also, und ich muss ja immer dahin. Ich kann ja nicht die Leute interviewen an der Grenze. Ja, also ich muss das Foto haben, was da passiert. Also brauche ich dringend jemand, der übersetzt, ja, die sogenannten Stringer, die die Situation kennen, die wissen, wo die Minen liegen, die wissen, wo gerade die Frontlinie ist und die wissen, wo die einzelnen Parteien sind. Also zum Beispiel in Afghanistan, da war es viele Jahre so, da musste man sich einer Gruppierung denen vertrauen. Und Mujahedin denen, beispielsweise. Ja, da gibt es 7 verschiedene Gruppierungen. Ja. Dann vertraut man einer und mit denen ist man dann unterwegs. Und die zeigen natürlich erstmal das, was sie zeigen wollen. Und das andere muss man dann auf Umwegen versuchen, irgendwie zu kriegen, wie auch die schreibenden Journalisten ja auch dem Gleichen ausgesetzt sind. Wenn wir von Embedded reden, verstehen die meisten von uns immer, dass man eben mit einer Armee und mit Soldaten unterwegs ist, aber mit diesen kriegführenden Parteien, das ist ja auch Embedded. Wie oft waren Sie Embedded unterwegs? Überhaupt nicht. Gar nicht? Also ich war Embedded, also gut, einmal. Sonst wüsste ich auch nicht, wie es ist. Also und ich war ist einmal es? Und habe dann gesagt, nee, das will ich nicht, weil ich kriege nur das, was gezeigt werden soll und was dann ein Bild zeigt, das nicht veröffentlicht wird und was ich auch nicht will und was dann nicht meine Geschichte ist. Und damit habe ich dann versucht, also auch zum Beispiel im Irak, als da die Bombardierungen waren und die Kämpfe, die Häuserkämpfe stattfanden, war ich nicht embedded. Also durfte ich auch nicht in den Königspalast. Die Amerikaner haben mich überall zurückgewiesen, weil ich diesen Ausweis nicht hatte. Aber ich habe dafür viele andere Sachen bekommen, die sehr, sehr spannend waren. Zum Beispiel Häuserkampf, wenn die Amerikaner die Häuser verlassen hatten und andere Dinge von den Familien. Wer nicht embedded ist, das habe ich bei der voriges Jahr erschossenen Mary Collins gelesen, ist ganz schnell freiwillig, weil man sich den Kriegführenden nicht unterwirft und anschließt. Haben Sie sich also in bestimmten Situationen als unabhängige Fotoreporterin, Fotografin auch schon öfter als freiwillig empfunden, weil die kriegführenden Parteien Sie natürlich als jemanden sehen, der da stört, weil Sie Dinge zeigen, die, die nicht gezeigt werden sollen? Ja, natürlich wird ich von beiden Seiten angegriffen, ja. Ja, weil ich ja für die kriegsführenden Parteien ja auch kein Freund, Verbündeter bin. Mhm. Sie machen das jetzt seit über 20 Jahren und die Frage ist, glauben Sie, dass mit den Bildern, die Sie zeigen, auf eins will ich gleich mal kurz eingehen, mit den Bildern, die Sie mitbringen von diesen Reportagen, dass Sie etwas bewirken beim Publikum, bei den Leserinnen, den Lesern, das ist ja immer für Magazine, dass das etwas auslöst an Empathie, an Nachdenken? Ist das so Ihre Intention, die Überzeugung, dass die Bilder, die Sie mitbringen und die dann gedruckt werden, auch etwas bewirken können? Ja, selbstverständlich, sonst würde ich es ja nicht mehr machen. Also wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass ich gut genug bin, um etwas zu bewirken, natürlich kann ich nicht die Welt verändern, aber in kleinen Dingen. Und ich habe schon oft die Resonanz gehabt, dass es eben anders wurde oder dass eine Situation sich verändert hat durch diese Reportage oder eben überhaupt Sensibilität über die Golanhöhen, über eine Fotoreportage einer Hochzeit, die ja was Positives sein könnte, dass sich dann viele Menschen geschrieben haben oder viele Menschen überhaupt mal für das Thema interessiert haben. Und wenn ein Foto das auslöst, dann habe ich ja schon gewonnen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass die Frage sehr naiv klingt, aber ich habe sie deswegen gestellt, weil zum einen immer wieder es heißt, man kann mit nicht so viel lügen wie mit Bildern. Das ist das eine, das unterstelle ich Ihnen überhaupt nicht. Und das andere ist, dass ich Bilder von Ihnen auch gesehen habe, die auf eine verstörende Weise schön sind. Ich nenne jetzt mal eins. Und die packen, das hat mich beispielsweise sehr gepackt. Es gibt ein Foto in der frühen Phase, als Sie mit der Arbeit begonnen haben. Mitten in Sarajevo sitzt jemand in den Trümmern, ein junger Mann, und spielt auf einem Cello. Ich kann das nicht hören, was er spielt. Ich weiß nicht, was er gespielt hat. Die Luft ist noch irgendwie vernebelt oder ich weiß nicht, was da noch Rauchfahnen ziehen da. Ich
erinnere mich an die Bergketten, auf denen die Sniper gesessen haben und denke, wow, was ist das für ein Bild? Es ist irgendwie wunderbar. Ich könnte mir Bach-Solosonaten vorstellen, die der da vielleicht gespielt hat und denke, das ist auch der Krieg. Was, ja, es ist auch ein schönes Bild, der Krieg, ja, der auch Schönheit das, enthält. Ja, ich versuche sehr häufig, das Hässliche mit dem Schönen zu verbinden. Und der Cellist, der hat Yesterday von den Beatles in den Ruinen für seinen gefallenen Bruder und für alle Toten gespielt. Und er konnte da nur sitzen, weil Sarajevo oft im Nebel liegt und die Sniper, die Heckenschützen, ihn nicht sehen konnten und mich nicht sehen konnten. Sonst hätten wir uns da gar nicht bewegen können. Und so entstand das Bild. Und ansonsten hat er in der Fußgängerzone immer gespielt, weil die geschützt war, eben mit den hohen Häusern. Und da saß er dann auch noch 2 Jahre bis Ende des Krieges. Aber ich wollte auch noch mal was sagen, weil ich gerade von dem Bild spreche und das Hässliche und das Schöne, was besonders hässlich ist, was auch eben Caroline eben gesagt hat, diese verbrannten Menschen, ja, das kann man nicht wiedergeben. Verbrannte Frauen in Afghanistan zum Beispiel, das ist, das vergisst man nie. Und das zeigt auch die Fotografin Ursula Meissner nicht. Die Bilder hat sie im Kopf. Nein, ich habe die Bilder gemacht. Oder sie haben die Bilder gezeigt. Ich saß erst mal auf der Terrasse, also das war auch im Krankenhaus in Herat in Afghanistan. Da war ein Raum voller verbrannter Frauen. Also der Geruch, den wird man nie los, die Geräusche, das Stöhnen wird man nicht los. Ich musste erstmal auf den Balkon gehen und heulen. Und das mache ich normalerweise nicht, weil ich werde ja durch die Kamera immer geschützt. Ich kann ja Abstand halten, ich kann ja meine Arbeit machen und kann den Ausschnitt bringen, der dann auch noch, den man noch ansehen kann. Das andere, was man nicht ansehen kann, versuche ich ja auch nicht zu fotografieren, weil da guckt sowieso keiner hin und will das sehen. Also bei diesen verbrannten Frauen war es dann so, ich musste erst mal auf die Terrasse gehen und dann kam eine Afghanin auf mich zu und die legte so die Hand auf meine Schulter und dann habe ich gedacht, ja, ich bin hier zum Fotografieren und nicht zum Heulen. Und dann bin ich da wieder rein und habe Fotos gemacht und teilweise sehen die Frauen ja auch aus wie Mumien. Und man sieht dann vielleicht nur das gerötete Fleisch oder so. Und davon wurden dann 2 Bilder veröffentlicht. Sie haben 3 Entführungen erlebt. Das habe ich jedenfalls mal irgendwo gelesen oder gehört. Sie sind 3-mal entführt worden. Haben Sie, das habe ich mich, als ich das gelesen habe, gefragt, haben Sie Sicherheitstrainings absolviert? Haben Sie versucht, sich Methoden anzueignen, um den größtmöglichen Risiken aus dem Wege zu gehen? Also ich habe Learning, also ich habe ein Kamerateam begleitet die ersten Jahre und da habe ich wirklich sehr, sehr viel bei gelernt und auch wie man sich schützt, wenn bombardiert wird oder was man macht, wenn ein Minenfeld da ist oder eben so simple Dinge, die man einfach wissen muss, wenn man im Kriegsgebiet unterwegs ist. Aber das Wesentliche habe ich wirklich dann gelernt, wenn ich unterwegs war. Und für mich persönlich ist es immer so, je schlimmer die Situation ist, desto besser kann ich reagieren. Ja? Also ich werde nicht hysterisch, ich werde nicht nervös, sondern bin ganz ruhig und reagiere dann aus dem Bauch heraus, was mein Leben dann gerettet hat. Also zum Beispiel die Entführung in Afghanistan, wenn ich jetzt mal die kurze Version sagen darf, war nur meine Rettung, weil ich die Afghanen, die Mentalität der Afghanen kenne. Und die wollten einfach nur Geld. Die hätten mich auch für das Geld umgebracht oder erst vergewaltigt und umgebracht. Aber ich hatte ihnen erzählt, ich habe hier gar kein Geld. Und wenn ihr mich nach Jalalabad bringt, dann bekommt ihr das Geld. Und ich habe das so deutlich gesagt, dass die 3, die bewaffnet waren und mich in einer Hütte eingesperrt hatten, was ziemlich bedrohlich war. Also die haben sich dann überlegt, wenn die Wahrheit sagt und wir kriegen in Jalalabad das Geld, dann können wir ja immer noch sehen, was wir mit ihr machen. Mhm.
Und ich habe so richtig gemerkt, die überlegen und überlegen und haben mich dann nach Jalalabad gebracht. Und da waren dann ganz viele Menschen in diesem Büro, was ich schon kannte. Und dann konnte ich reingehen und so tun, als hole ich das Geld. Die alle haben, alle Afghanen haben gewusst, worum es geht. Ich konnte denen das Geld geben. Und dann kam noch das, was man, es passieren ja im Krieg immer so unglaubliche Situationen. Und dann holte er aus seiner Tasche ein Passbild und meinte dann, wenn ich zurückkomme, ich soll doch jetzt so ein Foto machen und wenn ich zurückkomme, ihm das Foto geben. Tja, das raubt einem eigentlich die Sprache, aber... Aber ich hatte dann die Kutzpe und habe dann gesagt, okay, ich mache das Foto und jetzt machen wir noch ein Foto zusammen. Großartig. Die vielen weiteren Fragen, die sich aus dieser Art von Arbeit ergeben, die Ursula Meißner nun seit mehr als 20 Jahren macht und die ja auch nicht nur in Reportagen, sondern auch in Büchern veröffentlicht hat, die sind dann auch nochmal in der nächsten Runde zu stellen. Und ich wende mich jetzt als Nächster, ich bin ja alphabetisch jetzt unterwegs, hier Esther Saub zu. Esther Saub war von 2006 bis 2011 Leiterin des ARD-Hörfunkstudios in Kairo. Sie ist mittlerweile wieder zurück in Stuttgart. Sie hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, der sehr dafür spricht, dass man in den arabischen Raum geht. Das Berichtsgebiet umfasst im Vergleich etwa zu dem, das Birgit Firnig als Korrespondentin zu beobachten hatte, vergleichsweise wenige Länder, nämlich Libyen, Ägypten, Sudan, Jemen, Saudi-Arabien und den Gazastreifen, also nur das bisschen. Oman gehört auch dazu, aber das ist ja so ein Raum, in dem es verhältnismäßig ruhig war in den letzten 30 Jahren, wo da ein aufgeklärter Diktator die Herrschaft ausübt. Sie haben Arabisch gelernt, sprechen Hebräisch und ich denke mir mal, trotz aller Unruhe, die in dieser Region herrscht, musste das eigentlich ein Traumziel sein, nach Kairo zu gehen. Frau Saub, spielte die Frage, dass es da auch sehr viel Krisen und möglicherweise auch Kriege geben wird, für Sie bei der Entscheidung irgendeine Rolle? Ja, sicherlich. Also ich habe auch so ein schickes Training gemacht, und zwar bevor ich gegangen bin bei der Bundeswehr, wo zum Beispiel auch eine Geiselnahme simuliert wurde, sodass ich, also das Ergebnis dieses Trainings war eigentlich, dass ich mir klar gemacht habe, wo ich überall nicht hingehen werde. Ja, weil man kann Geiselnahmen nicht trainieren. Und durch ein Minenfeld zu laufen, kann man auch nicht trainieren. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann bleibst du da halt weg. Und dann war ja in Ägypten eigentlich noch alles ganz gut. Ja, Mubarak war im Sattel und rührte sich auch nicht. Also ich hatte nicht den Eindruck, ich fahre jetzt in ein Kriegsgebiet. Der Sudan war schon unangenehm. Sondern wir sind erstmal mit Sack und Pack umgezogen. Ja, der Sudan, da habe ich ja nicht gewohnt, da bin ich dann hingefahren. Also ich hatte die Zusage vom Chefredakteur, Sie fahren nirgends hin, wo Sie nicht hinwollen, Frau Saub. Hat er sich dran gehalten? Ja. Also ich habe mich auch dran gehalten. Ich bin dann überall da hingefahren, wo ich hin wollte. Also nirgends nicht hingefahren, sagen wir mal so. Aber es stand nie zur Debatte, dass irgendjemand gesagt hätte, Sie nehmen jetzt Ihre Sachen und fahren dahin. Stellen Sie sich mal nicht so an oder so. Also das hat nicht stattgefunden. Die letzten Jahre, der letzte Teil Ihrer Tätigkeit war ja dann von sehr lebhaft und von großen Unruhen gekennzeichnet. Nicht nur durch den arabischen Frühling, aber besonders auch durch den. In welche schwierigen Zonen und Berichtsaufgaben haben Sie sich reinbegeben und aus welcher Motivation heraus? Also der bleibendste Eindruck, das haben wir jetzt schon zweimal gehört, einmal schon von Caroline Ehmke gehört, der bleibendste Eindruck war in der Tat Gaza 2009. Am Tag nach dem Waffenstillstand bin ich da über die Grenze gefahren von Ägypten aus. Und die Israelis hatten ja diesen Krieg so vorbereitet, dass die Journalisten, die in Gaza regelmäßig ein- und ausgereist sind von Israel aus, alle dann schon mal langsam keine Einreise mehr bekommen haben, sodass wirklich, als der Krieg stattfand, eigentlich niemand mehr da war. Außer Ramatan TV, dem palästinensischen Sender, der dann Tag und Nacht berichtet hat. Und das war dann, ich war sehr unsicher, ob ich das machen soll. Ich war vorher schon einmal an der Grenze und habe so von Weitem, in Anführungsstrichen Weiten geguckt, also Rafah wurde ja bombardiert, aber eben auf der palästinensischen Seite.
Und das Bleibende sind in der Tat die Brandwunden, der Geruch von den Brandwunden, den man nie wieder los wird, verursacht durch weißen Phosphor, von dem die Israelis damals noch gesagt haben, sie hätten ihn nie eingesetzt. Und das war dann so ein Moment, als ich dann die Berichte hatte von den Familien, das Loch gesehen habe im Dach, wo die Granate durchgegangen ist und noch jemanden getroffen habe von Amnesty International, einen Briten, das ist ja dann wichtig, dass das ein Europäer ist und kein Palästinenser, der gesagt hat, ja, es ist definitiv weißer Phosphor. Also wichtig für die deutsche Öffentlichkeit. So, und dann konnte dieser Bericht auch so laufen. Und das ist dann so ein Moment, wo man schon das Gefühl hat, es ist gut, dass ich hier bin. Es ist gut, dass jetzt nicht nur vom Hügel von der Ferne berichtet wird über diesen Krieg, sondern wirklich aus der Nähe. Wobei man gleich auch dieses Gefühl hat der Hilflosigkeit. Also, dass man hingeht und dann dieser völlig verbrannten Frau das Mikrofon hinhält und dann eben wieder geht. Ja, und sie bleibt da erstmal nochmal liegen. Radiokorrespondentinnen und Korrespondenten arbeiten in der Regel allein. Sie haben ja auch ihre technische Ausrüstung inzwischen alle so leicht, mehr oder weniger als Gewicht leicht bekommen, dass sie alles selber machen können. Dieser Einsatz im Gazastreifen im Januar 2009, sind Sie da auch alleine hingegangen oder hatten Sie noch andere Kollegen, die Sie begleitet haben? Ich bin zusammen mit einem Fernsehkollegen gereist, mit dem ich zwar nicht, also wir haben nicht zusammen gearbeitet, aber wir haben sozusagen gleichzeitig an den gleichen Orten gearbeitet. Der war für den ORF dort und für Zeitungen. Ja. Und solche Einsätze wie dieser dort, wie bereiten Sie sich oder haben Sie sich damals darauf vorbereitet? Konnten Sie sich darauf überhaupt vorbereiten, weil die Situation ja von Ferne aus Kairo eigentlich unübersichtlich und undurchsichtig war? Ja, also ich habe zum Beispiel keine kugelsichere Weste mitgenommen, weil ich den Vorsatz hatte, in dem Moment, wo es da komisch wird, gehe ich wieder. Als am ersten Morgen dann es geballert hat, habe ich gemerkt, wie blödsinnig diese Entscheidung war, weil der Gazastreifen ist zwar klein, aber so klein nur auch wieder nicht, dass man da eben über den Zaun wieder springen könnte. Also ich glaube, es war schon immer der Vorsatz, ich gehe jetzt nicht in einen Krieg. Mhm. Da ist Waffenstillstand. Und vorher wollte ich auch nicht gehen, vorher war ich in Rafah, also habe ich außerhalb des Gazastreifens berichtet. Aber man kann sich in der Tat nur schwer vorbereiten. Nee, natürlich nimmt man sich vor, du gehst als erstes ins Krankenhaus, da sind die, die es am schwersten getroffen hat, und dann ergibt sich das immer so ein bisschen von sich selber. Aber letztendlich, klar, theoretisch bereitet man sich auch vor, wann waren die letzten Kriege, worum ging es und solche Geschichten auch. Aber also ich finde, direkt auf die Geschichten kann man sich nur ganz schwer vorbereiten. Nun haben wir ja verschiedentlich eben schon das Thema der Gängelung oder in der verschärften Form der Instrumentalisierung angesprochen. Bei diesem Einsatz, ich kann mir vorstellen, dass die Hamas natürlich auch ein Interesse daran hat, was nun über die Situation nach diesen wenigen Wochen Krieg berichtet wird. Wurden Sie da eingeschränkt geführt oder war die Situation so chaotisch, dass dann niemand überhaupt auf Sie achten konnte? Oder waren Sie so unauffällig vielleicht auch? Sie sind, das muss ich jetzt dazu sagen, wer das Dokument dieser Veranstaltung nur als Ton hört, die Kollegin Saupis Blond. Die Hamas ist ja als erstes abgetaucht, als dieser Krieg angefangen hat. Mhm. Insofern ist die mir, also doch, ich habe natürlich am Grenzübergang einen Stempel gekriegt, einen Hamas-Einreisestempel, aber ansonsten sind die erstmal nicht in Erscheinung getreten. Hörfunkleute sind, auch wenn sie blond und groß sind, ziemlich unauffällig, weil die Tatsache, dass man keine Kamera dabei hat, immer so ein bisschen suggeriert, als würde man eigentlich gar nicht so richtig berichten. Das ist, glaube ich, ein Vorteil gewesen. Ich habe ja auch live berichtet. Ich habe auf dem Dach des Schieferkrankenhauses meinen Satelliten aufgebaut und habe dann eine Stunde lang mit allen möglichen ARD-Wellen da vom Balkon aus berichtet. Das war dann schon auffällig. Da waren Kabel und Kopfhörer und Kram und Aber es hat eigentlich in dem Moment niemanden interessiert. Ich habe dann, irgendein Hamas-Mensch kam dann nach ein paar Tagen und hat sich dann mal der Öffentlichkeit gestellt. Da durfte dann so eine kleine Runde Journalisten da ein Interview machen. Aber eigentlich
also eine Gängelung gab es überhaupt nicht. Ich musste halt aufpassen, dass ich die Leute, mit denen ich rede, nicht gefährde. Denn die Leute waren ziemlich ungehalten nach dem Krieg, über die Hamas. Die hat da nicht gut dagestanden. Und da habe ich sicherheitshalber die Namen geändert von den Zitaten, die ich benutzt habe. Mhm. Das ist ja wieder das Gute am Radio. Dadurch, dass man kein Bild hat und die Stimme dann auch noch übersetzt wird, ist das, kann man die Leute sehr schnell unkenntlich machen. Mhm. Als Studioleiterin haben Sie ein Team geleitet. Das waren, glaube ich, zu der Zeit zwei Kollegen dort. Nee, das war ich alleine. Also waren Sie zu der Zeit alleine, okay. Die ganze Zeit, ja. Ja, die zwei Kollegen, die, also danach wurde das dann aufgestockt, das Studio. Gut, das war dann im Zuge des arabischen Frühlings, der dann auch die Vergrößerung des Studios mit sich gebracht hat. Dann erübrigt sich diese Frage, ich hatte das nicht mehr so sehr präsent, aber für mich trotzdem der Punkt, Ihr Blick, Sie haben auch in Kairo mit Familie gelebt, mit zwei Kindern und Ihrem Mann, richtig? Vor dem Hintergrund auch dieser persönlichen Lebenssituation, wie orientiert sich Ihr Blick dann unter den Bedingungen von krisenhaften Entwicklungen in diesen Ländern? Gazastreifen oder meinetwegen auch Sudan oder dann auch im arabischen Frühling, der ja dann eben kein Krieg zwischen Staaten war, aber wo es dann quasi bürgerkriegsähnliche Entwicklungen ja auch gegeben hat. Also natürlich hat man eine andere Verantwortung, wenn man Familie hat, als wenn man alleine unterwegs ist. Eine Verantwortung für die Familie. Also ich denke, wir sind sicher alle sehr vorsichtig, aber in dem Fall, also ich habe das nicht vergessen, wenn ich unterwegs war, sagen wir so. Bevor ich losgefahren bin nach Gaza, hat meine kleinere Tochter gefragt, ob ich ihr was mitbringe. Und dann habe ich es tatsächlich noch geschafft, in den einzigen Souvenirladen in Gaza-Stadt zu gehen und bestickte Täschchen zu kaufen, auf denen Gaza steht. Die haben sie auch immer noch, die Kinder. Und in Kairo war es dann so, als es so verwirrend wurde, war bei uns, bin dann im Studio geblieben, weil so viel zu tun war und es auch abends dann nicht mehr so angeraten war, da durch die Stadt zu laufen. Da war das bei uns im Wohnviertel, hat sich, als die Polizei verschwunden ist an dem Abend, da wurden ja dann so Bürgerwehren gegründet. Und da habe ich mit meinem Mann telefoniert und er sagte, ich habe jetzt gar keine Zeit, ich koche gerade für die Bürgerwehr da draußen. Und da hatte ich also das Gefühl, okay, das ist in Ordnung, ja, die trinken da Tee auf der Straße. Aber die sind dann nach Deutschland gefahren und weil die Ausgangssperre schon um 3 Uhr nachmittags losging und die Schule war zu und so, das war schon angenehmer, nicht immer noch zu überlegen, wie geht es denen jetzt im Moment gerade. Aber ansonsten denke ich, ich fand es von großem Vorteil, Familie zu haben, muss ich sagen, weil ich bin anders in die Gesellschaft reingekommen in Ägypten. Ich hatte ganz andere Verbindungen über die Kinder, als ich die gehabt hätte ohne. Und bei den Interviews ist es mir auch ganz oft so gegangen, dass ich dann, vor allen Dingen, wenn ich Frauen interviewt habe, dass ich denen dann Bilder gezeigt habe von meinen Kindern. Und, oder mit so einer sudanesischen Politikerin zum Beispiel, habe ich dann mich länger über Kind und Karriere unterhalten, wie sie das denn macht mit Familie und Beruf und so weiter. Und das bricht manchmal das Eis. Also ich fand das ganz, dann ist man nicht mehr so ein Alien. Oder ich fand das, hat auch oft was gebracht. Wäre ja vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass eine Korrespondentin, die 5 Jahre in einem Land ist oder von einem bestimmten Standort in einem fremden Land noch über andere fremde Länder berichtet, dass die natürlich eben nicht nur über die Krisen und mögliche Kriege berichtet, sondern dass die eigentlich ja die Länder insgesamt in den Blick zu nehmen hat. Also auch ganz tägliche Dinge. Insofern, bestenfalls ist der Krieg der Ausnahmefall und die Krise vielleicht auch und das sind eben die anderen Dinge. Zum Abschluss vielleicht für unsere Runde und gleich kommt das, denke ich, nochmal auch bei Birgit Pfirnig und Jenny Schenk auch zur Sprache, die sogenannten Social Media, Twitter, Internet, Facebook, also Internet ist eine technologische Plattform, aber Facebook etwa, und die Übertragungsmöglichkeiten mit Videos durch Handy, haben die Berichterstattung auch unter krisenhaften Bedingungen für Sie als Radiokorrespondentin verändert, weil natürlich die heimischen Redaktionen ja diese Informationen ihrerseits auch per Internet empfangen können? Also Sie meinen jetzt nicht, dass geraten ich per Sie Handy da unter was Druck? Hätte, Nein, geraten Sie unter Druck über das, was außer den Nachrichtenagenturen mittlerweile eben auch über diese Informationsquellen an die heimischen Redaktionen kommt. Ist Ihnen das passiert oder sehen Sie da eine Veränderung?
da gibt es ganz sicher eine Veränderung, auf jeden Fall. Also das ist eine positive Veränderung einerseits. Das habe ich ganz stark gemerkt bei dem Umbruch in Libyen. In Libyen gab es ja eigentlich gar keine ausländischen Journalisten. Und Libyen war ein weißer Fleck auch für die Nachrichtenagenturen. Die haben da mehr, also die Berichte waren dadurch auch sehr oft ungenau oder auch falsch. Und war das von großem Nutzen, dass es diese sogenannten Bürgerjournalisten gab, die einfach sofort über die sozialen Medien versucht haben, Informationen rauszuschicken. Es ging ja über große Umwege damals noch, weil sie von Libyen aus direkt die Sachen meist gar nicht hochladen konnten. Mhm. Ich hab den Eindruck, dass doch die meisten Journalisten hier auch sehr schnell gemerkt haben, dass wenn wir schon instrumentalisiert werden, dass das dann in Bezug auf diese Bürgerjournalisten, die ja gar keine Journalisten sind, noch viel stärker der Fall ist und dass man deswegen diese Quellen sehr genau prüfen muss. Mhm. Also ich habe einige Recherchen gemacht in Bezug auf den Syrienkrieg und den Krieg im Netz, die Manipulation durch Fotos und Videos. Und wenn man sich da mal ein bisschen rein vertieft, merkt man, dass man eigentlich, dass man da nichts eins zu eins einfach verwenden kann. Und das war in Ägypten, hatten ja die sozialen Medien auch eine ganz große Rolle gespielt, weil es keine freie Presse gab vor der Revolution. Und da hatte ich nur das Glück, dass ich viele dieser Autoren persönlich kannte. Auch vom Golf kenne ich Leute. Wenn die was schreiben, weiß ich, wer das ist und dann weiß ich auch, dass ich dem trauen kann. Aber wenn da irgendwo was vorbeiflimmert und jemand dann anruft und sagt, ich habe da ein Video gefunden, dann war eigentlich das nie eine Frage, wenn ich gesagt habe, ich glaube dieses Video nicht, dann hat ja jetzt niemand gesagt, Sie müssen das aber jetzt bitte doch in Ihren Bericht einarbeiten, sondern die Verifizierung wird zumindest in der ARD sehr, sehr ernst genommen. Bis hierhin schönen Dank, Esther Saub. Jenny Schenk ist inzwischen in Moskau, war in Washington und New York und war 5 Jahre lang oder 4 mit Birgit Pfirnig zusammen und zeitgleich im ARD-Fernsehstudio in Nairobi zuständig für, ich glaube, insgesamt fast 40 Länder im Osten und im Westen des afrikanischen Kontinents. Als Sie sich, Jenny Schenk, für Nairobi entschieden haben und beworben haben, das muss man ja nicht hin, muss kann die Kamerafrau ja nicht hingehen, die der Westdeutsche Rundfunk im festen Vertrag hat. Da musste Ihnen klar sein, dass das nicht überall nur Berichterstattung über eine normale Entwicklung in einem Land sein wird. Schon Kenia selbst ist eine ziemlich unruhige Region. Was hat Sie bewogen, sich dahin zu begeben? Genau, das war auch meine Überlegung. Ich hatte schon Bedenken, dass ich vielleicht in eine schwierige Situation komme, wo ich mich vielleicht selbst überschätze. Und das ist das Gute an dem Arbeitgeber, bei dem ich arbeite, dass man dort zu einem Probedreh runtergehen kann. Und zu der Zeit war auch schon meine Kollegin Birgit Pfirnig unten. Und als ich in Nairobi ankam, habe ich gedacht, ich glaube, dieses Studio wird es doch nicht. Und der Eindruck, der mich da begrüßte, war dann doch sehr, also als Europäer war ich das nicht gewohnt, die Slums, die Massen an Menschen, die sich auf Straßen mir entgegenströmten, und es war jedenfalls eine ganz andere Welt für mich. Mhm. Und als ich dann das erste Mal mit der Kamera dann unterwegs war und einen Bericht gedreht habe, hat mich dann doch irgendwie diese Art der Arbeit und das, was ich dort an Themen vor meiner Kamera sehe oder einfangen kann, doch sehr fasziniert. Und das war dann auch sicherlich für mich mit ein Grund, dass die Birgit als Kollegin dort schon vor Ort war. Und ich habe gedacht, ja doch, dann traue ich mir das auch zu. Mhm. Ich hoffe, dass der Vertrauensvorschuss dann eben auch getragen hat. Sie haben dann ja 5 Jahre zusammengearbeitet. Richtig. Und mussten sich auch etliche Male durchaus in schwierige Situationen begeben. Also der Kongo ist Berichtsgebiet. In Kenia selber gab es nach den Wahlen 2007 dramatische Unruhen. Die haben jetzt dazu geführt, dass eben auch die Verantwortlichen sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten müssen. Hunderttausende Bürger
wurden vertrieben oder mussten fliehen. Was war die erste wirklich gefährliche, brenzlige Situation, weil sie gewalthaltig war für Sie als Kamerafrau? Also als die Wahlen waren Unruhen in Nairobi und wir mussten aktuell Bericht erstatten, wie halt immer. Und man fährt mit dem Auto und fängt an, ganz normal die Situation einzufangen und ist mitten in einem Interview und denkt sich vorerst gar nichts, weil man betroffene Menschen fragen will. Einen Tag vorher hat man Dinge selbst vielleicht noch nicht drehen können oder hat sie selber nicht erlebt, aber man ist in einer Situation und dieses Interview wird von Polizisten mit Gummiknüppeln einfach, also die Menschen werden weggetrieben, die sich zu uns zum Interview gestellt haben. Und man ist eigentlich mittendrin in der Unruhe und ist erschrocken und es kommt so unvermittelt und man weiß, dass das alles passieren kann, aber wenn man dann erstmal mittendrin steckt, dann ist es nochmal eine ganz andere Situation und dann merkt man, dass man auch, wie die Kollegin erzählt hat, zwar ein gewisses ein Seminar für solche Einsätze bekommen hat, aber dass die Realität doch nochmal eine ganz andere ist, dass man dasteht und dann irgendwo, also ich will nicht sagen überfordert ist, aber sehr überrascht. Und dann muss man sich ganz schnell sortieren und sagen, wie gefährlich ist es und kann man hier noch weiter drehen, kann man noch Fragen stellen und instinktiv macht man in dem Moment weiter und fängt das auch ein, weil man das für wichtig hält. Und im Team ist es dann wiederum so, dass dann der eine auf den anderen guckt. Das ist dann auch eine Entwicklung, die man dann eigentlich, die dann wächst in so einer Situation auch, von Einsatz zu Einsatz. Und ja, das sind die Herausforderungen, die man sich dann so neu zu stellen hat. Also in so einer Prügelsituation oder so haben Sie ja nicht viel Zeit, sich mit der Korrespondentin verständigen. Dann drehen Sie möglicherweise, weiter. Man dreht weiter. Und die Korrespondentin reagiert. Ruft. Was macht sie? Sie hat in dem Moment, ja, sie steht daneben, sie guckt erstmal, ob hinter mir erstmal irgendjemand ist, ob man da überhaupt noch drehen kann oder ob sie mich wegziehen müsste. Mhm. Also das sind schon Sachen, auf die man sich auch verlassen muss, weil also auch im Kongo, als wir im Kongo waren und die Demonstrationen waren, hatte ich dann einen Tonkollegen, mit dem ich meistens zusammengearbeitet habe. Und wenn sich dann manchmal in den Massen ein bisschen was verliert, dann ist er derjenige, der hinter mir steht. Und bei uns ist die Absprache, wenn ich dich spüre und du körperlich und wenn du mich hinten an den Gürtel packst oder an die Schulter oder mir das Bild verwackelst, ist auch egal. Aber ich muss dich spüren, dass ich weiß, du guckst links und rechts an mir vorbei. Weil ich muss erklären, wenn man in dem Sucher drinne steckt von der Kamera, dann ist man mit seinem Blick eingeschränkt. Und man kriegt nicht mit, was hinter einem, was neben einem manchmal passiert. Das heißt, die Kamerafrau ist eigentlich am meisten gefährdet in dieser Situation. Im Prinzip ist man auf die Hilfe und die Achtung bzw. die Aufmerksamkeit der Kollegen ist man ein Stück abhängig, genau. Wenn Sie solche Einsätze wie die in den Kongo dann geplant haben, wie kann ich mir so eine Planung vorstellen? Wer gibt die Linie vor? Ist das der Korrespondent, die Korrespondentin? Sie haben es ja schon angedeutet, sind Sie ein Team, wo jede Stimme gleich zählt? Wie läuft das? Also solche Einsätze werden immer im Team besprochen. Und bei uns setzt sich ein Team meistens aus Korrespondent, Ton und Kamera zusammen. Und es kann vorkommen, dass die Kollegen unterschiedliche Meinungen haben. Es sind nun mal drei Menschen und jeder kann eine unterschiedliche Auffassung von den Dingen haben. Jeder hat ein anderes Potenzial, so einer Gefahr entgegenzustehen. Und da muss man abwägen, wenn ein Kollege jetzt der Meinung ist, dass er das jetzt vielleicht für gefährlich hält, dass man mit dieser Aussage ernst genug umgeht,
weil es nützt nichts, wenn man so, wie die Kollegin sagt, dem sagt, jetzt stell dich nicht so an, wir gehen da jetzt rein. Das nützt dann in dem Fall nichts, weil man ist dann eher noch, man muss dann auf den Kollegen mit aufpassen, weil er Angst hat und das ist nicht gut. Sie haben ja über die Überlebenden von Massenvergewaltigungen im Kongo zusammen mit Birgit gedreht. Einer der Berichte ist dann auch mit einem Preis ausgezeichnet worden. Wie können Sie sich auf so ein Thema vorbereiten, also auch Bildvorstellungen vorab schon dazu entwickeln? Können Sie, das ist meine Frage, wenn Sie in eine solche Situation reingehen? Denn die Kamerafrau ist diejenige, die ja nicht nur Gesprächspartnerinnen abfilmt, sondern Situationen einfängt, Atmosphären ja dadurch dann auch in die Fernsehberichterstattung mit einbringen muss. Wie war das beispielsweise bei dieser Art von Berichterstattung? Es gibt bestimmt Momente, da kann man mal mit der Kamera zurücktreten und sagen, ich gucke mir mal die Frauen an, wie in der Küche, wo die sich selbst ihr Essen gekocht haben und kann das jetzt vielleicht für mich erstmal, also auf mich selbst wirken lassen und gucken, wo liegt für mich der Fokus. Und da ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich jetzt in dem Moment die Kamera auf die Schulter nehme und sofort losdrehe. Ein anderer Moment war, als der Arzt uns gerufen hat, wir waren mitten in einem Interview, was sehr, sehr sensibel war. Da ging es darum, dass eine vergewaltigte Frau von ihrem Schicksal erzählt hatte. Und uns der Arzt gerufen hat und hat gesagt, kommt sofort, hier wurde ein 8-jähriges Mädchen eingeliefert, sie ist auf der Trage, ich muss sie gleich operieren, ich untersuche sie jetzt. Und er sagt zu mir, Jenny, du hast 2 Minuten Film. Weil ihm war es auch wichtig, dass man zeigt, dass es auch 8-jährige oder noch jüngere Mädchen sind, die da Opfer sind. Und ich kam rein und dachte 2 Minuten, okay, und was mache ich? Und das war, was die Kollegin so schön sagte, dass man eben überlegt, oh Gott, ich kann nicht drehen, wie er untersucht, und zwar von vorne. Ich kann da nicht reingucken und einen zermalmten Unterleib zeigen. Mhm. Also bin ich rumgegangen und habe das so gedreht, dass man die blutigen Lagen sieht, das schlimm genug ist. Und die Mutter und der Opa waren mit drin, die völlig fassungslos waren. Und das Mädchen, was da lag, das Gesicht, das waren für mich die Bilder, wo ich gesagt habe, das ist das, was mich bewegt hat in dem Moment. Und auch, wo ich denke, das sind viel ausdrucksstärkere Bilder, als jetzt zu sagen, okay, jetzt habe ich das ganze Leid von vorn gesehen. Bei solchen Berichten haben Sie das für sich selber den Eindruck gewonnen, dass es einen Unterschied macht, ob Sie als Frau an der Kamera sind, im Kontakt mit den Menschen, als wenn es ein Kollege gewesen wäre? Ja, auf alle Fälle. Auch jetzt in Moskau habe ich erlebt, in einer Situation, da haben wir über den Brautraub berichtet und wir hätten das Interview nicht bekommen, wenn wir nicht Frauen gewesen wären, weil ich hatte auch dort einen männlichen Tontechniker und der hatte zwar dann die Technik zur Verfügung gestellt und wir haben das technisch dann zusammen vorbereitet, aber zum eigentlichen Interview musste er raus und so war das auch, als wir mit Birgit zusammen im Kongo gedreht haben, dass wir manche Situationen hatten, ob das jetzt das Interview war oder, also eigentlich war es der ganze Weltspiegel von den vergewaltigten Frauen, wo unser Tontechniker nicht dabei sein konnte während des Drehs, weil er als Mann dann weggeschickt wurde. Hm. Also man kommt dann... Ja, klar. Darf also ich eine Sache dazu sagen? Caroline Ehmke. Ich fand ganz eindrücklich, dass Sie, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass Sie aufgefordert wurden, dort hineinzugehen und ja, dass es den Menschen wichtig ja war. Weil das ist, also, Entschuldigung, wenn ich da so hineingrätsche, nein, aber es ist richtig wirklich das wichtig, ist dass man das einmal Punkt betont, weil ja das Klischee, das dauernd immer kolportiert wird, ist, dass sozusagen Medienvertreterinnen und Journalistinnen oder Journalisten mit eben so einer Neigung zum Voyeurismus richtig hineingingen, mhm, und die Leute dann eben irgendwie überfielen. Ja? Und also meine Erfahrung mindestens, und das erzählen Sie jetzt eben auch, ist es wirklich das Gegenteil. Ja. Die Leute kommen und sagen, bitte schreibst du das auf, komm her, schau dir das richtig an, die Welt soll das sehen. Also
Ich bin jetzt ganz dankbar, dass Sie das mal geschrieben haben. Weil natürlich der Reflex ist immer erstmal, wie kannst denn du da jetzt reingehen und ein 8-jähriges vergewaltigtes Kind im Gazastreifen, übrigens, Sie werden das auch erlebt haben, ja, die Leute wollen, dass du in dem dass du zeigst, was dort passiert ist. Ja. Also es ist eher, dass man selber dann ein Stück weit zurückgeht und sagt, na, das muss jetzt nicht gerade sein, ja, so. Aber dass es tatsächlich ein Wunsch ist, diese Dokumentation. Aber das ist ziemlich klar, das ist genau so, wie Sie sagen, es ist ziemlich klar, entweder wollen die Menschen gar nicht reden und dann ist es auch so, dass man es respektieren sollte und dann ist es wiederum so, dass die Leute kommen und sagen, ich möchte darüber reden, auch wenn es mir schwerfällt. Unsere Frau, die über ihr Schicksal geredet hat, hat so geweint und andere Frauen im Hof, die haben da gesessen und aus denen sprudelte alles raus und sie wollten, als wenn sie es loswerden wollten, als wenn sie durch ihre Geschichte, dass sie es erzählen, auch ein Stückchen die Sache verarbeiten wollten. Ja, oder sich entlasten oder es auch an die Öffentlichkeit bringen. Birgit Pfirnig ist jetzt schon einige Male angesprochen worden als Partnerin dann von Jenny Schenk, der Kamerafrau, mit der sie im Afrika zusammengearbeitet hat. Birgit, entspricht das, was die beiden, Jenny Schenk und Caroline Imke, gesagt haben, eben auch dem, was du bei allen Einsätzen, Kongo, Liberia und anderen Schreckensschauplätzen, Somalia, erlebt hast? Ich duze Birgit Pfirnig, ich muss es sagen, wir kennen uns, seitdem sie in Deutschland als Journalistin zu arbeiten begonnen hat. Und ich fände das jetzt sehr albern, wenn ich auf einmal in die distanzierte Rolle der siezenden Moderatorin zurückfiele. Das ist mir unterlaufen gerade, aber ich kann es ja doch wenigstens erklären, bitte. Also das spricht mir aus der Seele, absolut. Ich glaube auch, es ist Teil dieser Traumaarbeit, dass diese Frauen sprechen wollen. Jahre später bei einem Trauma-Workshop vom englischen DART-Zentrum, in dem ich teilgenommen habe, wurde mir das auch oder uns auch bestätigt, an dem haben wir beide teilgenommen. Das ist ein Seminar, das von Mark Brain, das ist ein britischer Journalist, der die Seiten gewechselt hat, der ist mittlerweile Psychotherapeut und hat sich vor allem dieser Thematik angenommen, Traumatisierung und Journalismus. Und da geht es aber auch darum, wie arbeite ich mit traumatisierten Menschen. Es ist ihr Bedürfnis zu reden, es ist ihr Bedürfnis, ihr Leid kundzutun, wahrgenommen zu werden, das, was ihnen widerfahren ist, mitzuteilen und ja, ein Stück vielleicht auch für Gerechtigkeit zu sorgen. Also das war das auf jeden Fall und vielleicht kann ich die Situation noch aus meiner Warte ergänzen. Es war so, dass der Arzt von Anfang an gesagt hatte, wir haben ja ein Mädchen, die ist 12 Jahre alt und okay, vielleicht werde ich sie euch filmen lassen. Das war der Anfang unseres Drehs. Und er hat einfach, glaube ich, er hat uns beobachtet, er hat gesehen, wie wir da gearbeitet haben. Und am Ende des Drehs war überhaupt gar keine Frage mehr. Der hat uns, wie Jenny gerade erzählt hat, da rausgeholt aus der Situation, weil auch er wollte, dass es dargestellt wird, dass es gezeigt wird. Also ich glaube das auch. Ich sage auch so für mich, ich fühle mich nicht als Krisenreporterin. Ich bin Korrespondentin gewesen, aber ich habe es immer als meine journalistische Pflicht auch gesehen, über diese Schrecken, über diese Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Und auch mit einer ganz klaren Haltung. Also darum geht es eigentlich. In diesen Situationen, die so aufgeladen sind, werden ja Machtstrukturen und alles das wird ja klar. Also das, was sozusagen der Überbau, wenn man so jetzt will. Und das aufzufangen, ich habe es immer so empfunden, es klang hier so ein bisschen so an, ja, man kann sich mit allen möglichen Seminaren auch darauf vorbereiten, aber eigentlich ist man in diesen Krisensituationen sehr auf sich selbst gestellt. Ja, auf ein Team, wenn man in einem Team arbeitet und das Glück hat, wie ich. Aber es ist etwas, da muss einfach alles stimmen. Man muss einfach in dem Moment sich durchbeißen und auf Dinge verlassen, die man in so einem, ich sag mal, so einem geordneten Journalismus, wo es um Termine und was weiß ich geht, ja, nie achtet. Es ist eine ganz andere Art der Menschlichkeit, die man entweder dann zutage fördern kann oder eben auch nicht. Und Menschenkenntnisse etc. etc. Es ist eine Situation, die einem viel, viel abverlangt. Birgit, ich würde gerne mit dir ein Thema besprechen, das in dem Fachgespräch, das das Gunnar-Werner-Institut heute in der Böll-Stiftung abgehalten hat, eben auch eine große Rolle gespielt hat und auf das wir bis jetzt noch nicht eingehen konnten, jedenfalls nicht ausführlicher. Aber gerade weil das eben auch für das Bildmedium Fernsehen gilt, ist
transportiert natürlich Bilder, die also entweder sich an Stereotypisierungen orientieren oder aber versuchen, diese Stereotypen zu vermeiden, was aufs Ganze gesehen nicht einfach ist, weil bei Kriegen und Krisen die leidende Bevölkerung ist die Zivilbevölkerung, das sind in aller Regel Frauen, das sind in aller Regel Kinder, das sind Schwache, das sind Kranke oder auch Alte. Was ist eure Strategie gewesen oder auch wird sie weiterhin sein, um dieser Falle, die da ja auch besteht, auch in den eigenen Köpfen, möglichst entgegenzuwirken? Lässt sich das durch eine Vorbereitung auf solche Einsätze beispielsweise tun oder auf Geistesgegenwart in der Situation? Erzähl es. Also meine Strategie generell als Afrika-Korrespondentin, wo ich über ein Berichtsgebiet von 40 Ländern hatte, war generell zu sagen, mir geht es darum, Afrikaner auch in diesen Krisen, ich meine, wir reden von Hungersnöten, wir reden von anderen Widrigkeiten, zu berichten und diese Afrikaner nicht als hilflose Wesen darzustellen, denen wir Weißnasen mit unseren NGOs helfen müssen, sondern Afrikaner in ihrer Würde, die eben solche Situationen meistern. Das war für mich von Anfang an ganz klar ein Ziel, das ich immer versucht habe zu erfüllen. Also beispielsweise in Goma, dieser Bericht, den wir dort gemacht hatten. Wir hatten zunächst überlegt gehabt, mit Médecins Sans Frontières in Flüchtlingslager zu gehen. Und sicherlich hätten wir auch da fürchterliche Bilder gesehen und Ähnliches erlebt. Aber mir ging es darum, ein Krankenhaus zu zeigen, was von Afrikanern selbst geführt wird. Und habe dort auch einen kongolesischen Arzt, der für $250 im Monat arbeitet, der aber auch in Brüssel oder in Paris für ein Vielfaches arbeiten könnte, porträtiert, oder der war Teil meiner Berichterstattung, unserer Berichterstattung. Für mich ging es immer darum, auch das aus der Sicht der Afrikaner zu zeigen und nicht eben so einen weißen Blick drauf. Ich habe aber halt auch mit Afrikanern in England studiert. Ich bin in Südafrika aufgewachsen. Ich habe halt ja schon sehr früh, sagen wir mal, mich mit diesem Berichtsgebiet auseinandergesetzt, sodass es für mich einfach auch ein Interesse war, das aus mir selbst herauskommen, da sehr stark auf die Sichtweise von Afrikanern einzugehen. Wie ist es denn da mit den Erwartungen von Redaktionen, die Beiträge in Auftrag geben? Und deren mögliche Vorstellungen dann nicht immer 1:1 möglicherweise getroffen werden. Ja, genau, man muss sie sabotieren, sehe ich ähnlich. Und ich sag mal so, ich finde, es war auch nicht nur so. Ganz ehrlich, man macht ja dann vorher so eine Rundreise, wenn man dann Korrespondent geworden ist. Und ich hatte den Eindruck, dass viele Leute nach Ruanda, nach dem Genozid in Ruanda, nach Jahren der Berichterstattung über viele Milizenchefs und Somalia, also die das ganze Bild der Medien, also des Fernsehens geprägt hatten, dass die Leute auch wirklich die Nase voll hatten. Also ich bin damit ziemlich gut gefahren, ganz ehrlich. Und die Leute wollten das. Und ich denke auch, das bis heute so, ganz ehrlich. Also wir haben beispielsweise, ich habe Liberia 2003, bin ich in eine Bürgerkriegssituation gekommen, wo, also es war eine Front mit einem Frontverlauf, den man nicht wirklich gut benennen konnte, erkennen konnte, der sehr unüberschaubar war, mit einer Reporterin, die aus dem Irakkrieg kam und nur meinte, wow, hier ist es, also es ist sehr gefährlich, es war wirklich sehr gefährlich. Zum einen haben wir dort, sag ich mal, mit der westlichen Presse, glaube ich, dazu beigetragen, dass Charles Taylor abgetreten ist. Ich glaube, wenn die westliche Presse nicht so dominant gewesen wäre, hätte es noch länger gedauert. Ich habe halt quasi diese Belagerung Liberias, Monrovias miterlebt. Ich habe dann aber auch Jahre später, das war dann auch ein Bericht dann später mit Jenny, erleben können, wie es weibliche Peacekeeper gibt, der UN-Truppen. Und wie dann Ellen Johnson Sirleaf als erste afrikanische Präsidentin gewählt wurde. Also das finde ich, und auch das, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, kommt das an. Das ist dann, ich sag mal, eine Heldengeschichte, die vor diesem Hintergrund eines Bürgerkriegs, der das halbe Land ruiniert hat, umso stärker. Und das kommt auch bei den Redaktionen an. Also ich finde, ne, man muss da
ja, dranbleiben. Oft ist es ja auch einfach nur Hilflosigkeit in den Redaktionen, weil die Redakteure, die halt in der Heimat sitzen, gar nichts anderes als die Klischees im Kopf haben und dann das vorschlagen, was ihnen als erstes in den Sinn kommt. Und sie sind dann sehr dankbar, wenn eben auch mal ein anderes Thema vorgeschlagen wird, was sie selber gar nicht vorschlagen könnten, weil sie eben nichts darüber wissen. Ja. An dieser Stelle gibt es jetzt den Break. Es geht spannend weiter in den Einzelrunden. Und ich sage jetzt, bitte? Ja, das ist jetzt heute nicht vorgesehen. Ich glaube, wir treffen uns noch mal extra. Und jetzt also die Zwischenansage von mir. Caroline Ehmke bleibt hier in diesem Saal. Und ihre Moderatorin ist Sylvia Feil, die sitzt da vorne. Susanne Fischer geht mit Dimut Röther in den gegenüberliegenden Raum. Der heißt Kleiner Saal 1 und 2. Ursula Meißner, begleitet von Rosemarie Mieder, geht in den kleinen Konferenzraum 2 da drüben hin. Die Moderatorinnen stehen gleich draußen und führen sie dann, die sie sich entscheiden müssen, bitte und fair. Esther Saub wird von Eva Kohlrusch begleitet und geht in den Konferenzraum 1. Da draußen gibt sie Führung. Birgit Pfirnig wird von, Jenny Schenk erstmal, von Sibylle Ploogstedt begleitet und geht in den hinteren Flur dort, da stehen runde Tische für ein gutes Gespräch. Und schließlich Birgit geht mit Regine Münder in den großen Saal hinten, das heißt hier nach links. Wir sehen uns in etwa 40 Minuten, 8:30 hier. Und ich bin sehr gespannt auf die Runden. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste, wir sind hier oben wieder vollständig. Sie müssten jetzt überprüfen, ob an Ihrer Seite die sind, die Sie am liebsten dort hätten und die vorhin schon dort waren. Es gäbe für diese abschließende Runde ganz viele neue Fragen oder Fragen, die schon in den beiden vorangegangenen Runden aufgegriffen worden sind. Ich habe mir eine Menge Stichworte notiert und will sie aber alle eigentlich auf dem Zettel unvertont stehen lassen, weil ich den Eindruck gewonnen hatte, aus dem ersten Abschnitt dieses Medienlabors, dass Sie aneinander hier oben sowie aus dem Publikum großes Interesse haben. Und ich mache es mir jetzt einfach mal bequem. Ich möchte Sie einladen, einer aus der Runde eine Frage zu stellen, die Ihnen ganz wichtig in Erinnerung geblieben ist, die Ihnen ganz drängend gekommen ist und die Sie nicht stellen konnten, weil ich Ihnen nicht das Wort erteilt habe oder Sie es nicht geschafft haben, es sich zu nehmen. Sie müssen sich natürlich entscheiden, wem Sie was, welche Frage stellen, weil eben nur eine möglich ist. Ich denke, wir sollten das Zeitkontingent auch nicht überstrapazieren. Aber es ist nochmal eine Möglichkeit, eben auch dieses große persönliche Interesse aneinander und der Respekt, den ich hier gespürt habe und von dem ich ja ausgegangen bin, in Vorbereitung auf diese Veranstaltung, auch nochmal durch eine kluge Frage zum Ausdruck zu bringen. Und ich kann mich dann eben gemütlich zurücklehnen und zuhören. Frau Ehmke. Ja, also jetzt haben Sie eine kluge Frage am Schluss gesagt, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich hatte eine, ich würde von Ursula ganz gerne wissen, wie sich oder ob sich die Bilder im Verlauf der Jahre verändert haben und wenn ja, wie? Ja, Ursula, ne? Okay, ja, also die Bilder haben sich sehr verändert durch die Schnelllebigkeit und durch die moderne Technik. Ja. Dadurch, dass die Flut der Bilder noch viel größer geworden ist und der Anspruch der Redaktionen, ja, die haben dann, also News is what's different, ist ja immer schon gewesen. Aber heute soll es auch noch irgendwie, die Wolken müssen stimmen, die Perspektive muss stimmen. Also dann sucht man wirklich unter einer größeren Anzahl von Bildern das raus, was dann auch noch passt. Ja? Ob es eine andere Dramaturgie hat. Und also der Anspruch ist viel größer geworden und das Bild ist auch viel schneller weg.
In den letzten Jahren kommt noch eins hinzu. Dadurch, dass die Zeitungen weniger Geld haben, bringen alle das gleiche Bild. Also alle haben ein Bild und man sieht noch einen engeren Fokus. Und dabei gibt es doch auch verschiedene Situationen, die vielleicht noch was anderes ausdrücken oder zusätzlich. Und deine eigenen? Bei meinen eigenen, ich mache jetzt für die Tageszeitung leider eben wenig. Am Anfang habe ich mir drei Zeitungen ausgesucht und konnte losfahren. Heute muss ich viel länger an einer Reportage arbeiten, um den Auftrag zu haben. Dann arbeite ich für Geo, mache eben andere Reportagen, die nicht im aktuellen, sondern mehr im Hintergrund des Geschehens ist und die auch einen längeren Zeitraum brauchen, bis man dazu kommt. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil es dann auch nicht oberflächlich ist. Also für Tageszeitungen, ausgenommen die großen, wie du jetzt für Zeit oder so arbeitest, das ist natürlich ein anderer Anspruch. Aber die kleinen Tageszeitungen, die haben den Anspruch nicht mehr. Die Zeit schickt ja ganz selten Fotografen mit dem Reporter los, oder? Doch. Also fürs Magazin, in meinem Fall, ich bestehe. Also für das Magazin, aber für ja, das... Ja, Magazin, ja, und jetzt in meinem Fall, also das ist halt auch, das hängt manchmal eben auch natürlich von den schreibenden Kollegen ab, ob die einfach sagen, sie wollen, also es gibt ja mittlerweile die Unsitte, dass denen angetragen wird, du sollst selber fotografieren, also nach dem Motto, geht doch und kann man doch und so. Also es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob wir als Schreibende mitmachen, dass da einfach eine ganze Zunft abgeschafft wird. Noch etwas, was mir gerade einfällt, ist, die Agenturen sind auch besser geworden. Also früher waren die gar nicht so gut. Heute machen die teilweise wirklich richtig gute Bilder. Und dadurch nimmt man auch nur noch Agenturbilder. Also ich konnte früher für einen Stern eine Reportage verkaufen und der hat das First Look Recht gehabt und konnte dann 4-5 Bilder bringen. Damit hatte ich mein Honorar. Aber heute muss man mal drauf achten, bei einer großen Reportage stehen nebendran alle möglichen Agenturen, aus denen der sich die Fotos raussucht. Ja. Also wird ein Fotograf auch gar nicht mehr hingeschickt. Also das ist auch ein Problem. Deswegen fahren hier in Berlin ganz viele Fotografen Taxi. Also das ist nicht zum Lachen, aber es ist so. Also es ist leider so. Ja, die nächste Frage. Susanne Fischer. Ich würde Caroline gerne etwas fragen. Und zwar haben wir jetzt viel über Vorbereitung von Reisen geredet und über die Recherche vor Ort. Wir haben aber wenig oder gar nicht darüber geredet, wie das dann ist, wenn man eigentlich zurückkommt. Und wir haben darüber gesprochen, weil es sagbar ist und dass die Opfer ihre Geschichte erzählen. Was macht aber die Geschichte mit dir und wie gehst du mit dem um, was du erlebt hast, wenn du nach Hause kommst? Ist es für dich dann auch sagbar? Hintergrund der Frage ist, dass ich, als ich im Irak gelebt habe, eigentlich praktisch der furchtbarste Partybesucher war, weil ich einfach immer überhaupt keine Lust hatte, über das zu reden, was ich im Irak erlebt habe, weil dann immer als erstes so Fragen kamen wie, aber ist das nicht gefährlich? Oder einfach Fragen, die mich so wahnsinnig stumm gemacht haben und ich dann überhaupt nicht wusste, was ich erzählen sollte. Die Frage geht ja in Wahrheit irgendwie an uns alle. Also ich glaube, das Phänomen haben wir alle. Sicherlich nochmal anders, wenn man tatsächlich in dem Land lebt und natürlich dann auch die Freunde hat in dem Umfeld, das betroffen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich antworten soll. Also ich würde sagen, es gibt so ganz verschiedene Praktiken, die ich habe, um damit umzugehen und keine davon macht Sinn. Mhm. Ja, und das kann man auch schwer erklären. Also es gibt zum Beispiel sowas wie, dass wenn ich zurückkomme, manchmal will ich einfach nur schlafen, weil ich einfach wahnsinnig müde bin. Also einfach müde, ja. Und manchmal zum Beispiel möchte ich irre gern in Kreuzberg in eine schwule Bar gehen und denke, yay, ja, irgendwie, dass es das gibt und dass das geht. Und also muss man jetzt natürlich dazu sagen, das ist auch schon dann eben speziell, also wenn du die ganze Zeit eben in Gegenden reist, in denen du tendenziell nochmal in einer spezifischen Weise nicht erwünscht bist, ja. Es gibt zum Beispiel auch so Sachen, wie das kann man sich, die Leute denken dann immer, man würde, wenn man zurückkommt, irgendwie Luxus verpönen, ja, also so, da würde ich sagen, nee, ja, oder dass man, wenn man hier kommt, plötzlich irgendwie ganz vieles dekadent findet, also ich finde zum Beispiel,
allergrührendste nach Deutschland zu kommen. Und dann gibt es ein Radiosinfonieorchester. Ja, also das ist sowas, das könnte mich zum Heulen bringen. Ja, das ist öffentlich-rechtliche Gebühren, die zahle ich je mit Begeisterung. Ja, das ist sowas, nee, das ist wirklich ernsthaft, eine Gesellschaft sagt, dass es das braucht. Ja, also insofern, ich habe jetzt überhaupt nicht auf einmal das Gefühl, ich kann jetzt nur noch Brot und Wasser und ich schlafe auf dem Fuß, also gar nicht. Aber es gibt ja noch einen anderen Punkt und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, spricht man eigentlich drüber. Und meine Grunderfahrung ist eigentlich, es fragt niemand wirklich. Das Schlimmste ist doch, wenn jemand sagt, jetzt erzähl doch mal. Jetzt erzähl doch mal, ist ganz übel. Aber nee, ich hab's also noch besser. Du musst dann mal irgendwann in Ruhe erzählen. Ja, das heißt super. Nämlich, bleib mir bitte vom Leib. Ja. Genau, oder man fängt an zu erzählen und dann, ach ja, und dann kommt nichts mehr und die Unterhaltung erstirbt sofort. Und ja, und ich glaube auch, dass, das haben wir natürlich heute auch so ein bisschen reproduziert, also in unserem eigenen, in der Selbstdarstellung oder auf dem Gespräch. Also ich für mich würde zum Beispiel sagen, das Schwerere ist nicht, dass sich der Gefahr aussetzen. Also ein Großteil der Gegend, in der ich war, würde ich mal sagen, war jetzt auch nicht ununterbrochen irgendwie Gefahr. Ja, die viel größere Last ist, sich dem Leid auszusetzen. Ja, und das ist was, also wenn jetzt immer von Mut so die Rede ist, sowas, ja, also ich finde es überhaupt nicht mutig, sich da irgendwo hinzugehen, wo es dann gefährlich ist, sondern ja, diese Geschichten und die Bilder mit nach Hause zu nehmen. Und also es ist jetzt eine lange gestotterte Antwort, ich habe da keine richtige Form für und manchmal ja, tut es einem eben einfach gut, irgendwie hier einzutauchen und auch zu wissen, so das gibt es hier alles und das geht hier weiter. Ja, und manchmal gelingt das genau eben auch nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel dann eben auch oft wieder in dieselben Gegenden, wieder zu denselben Leuten, dieselbe Region fahre. Einfach weil du dann auch natürlich an irgendwie diese Menschen wieder treffen willst und diese Geschichten weiter verfolgen und die Region weiter verfolgen willst. Aber ich meine, das geht euch alle an. Also ja, also ich sag mal so, ich habe Situationen erlebt, wo ich dann, wenn ich in einem Kriegsgebiet war, in Liberia beispielsweise, danach es als unglaublich erleichternd empfunden habe, auf ein Konzert in Nairobi zu gehen. Also ein afrikanisches Konzert, wo man einfach das Leben genießt und es zelebriert, sagen wir mal. Oder was weiß ich, an den Strand zu fahren und mich des Lebens zu freuen. Aber mir hat auch geholfen, und das ist vielleicht anders. Also ich glaube, die Gespräche mit Leuten, die überhaupt nichts damit zu tun haben, sind ätzend und sie sind fürchterlich und sie ziehen einen runter. Oder die Frage, es war gefährlich, oder? Das ist sowas, ja, ich meine, das kann jemand, der nicht sowas je erlebt hat, auch schwer nachvollziehen. Aber ich finde Gespräche dann mit Kollegen, und das ist, finde ich, ein Vorteil, den man an einem Ort wie Nairobi beispielsweise hat, wo man viele Leute hat, die in verschiedensten Gebieten, also Krisengebieten, als Fotografen oder so tätig waren, als Schreibende. Oder auch in London. In London ist das auch schon ganz anders. Da gibt es sowas wie den Frontline Club, wo sich Journalisten treffen, wo es Panels gibt, wo diese Diskussion, ich meine, die führen wir jetzt hier mal, die führen wir ja in Deutschland überhaupt nicht. Also die Kriege nehmen zu, wir als Reporterinnen, als Reporter werden zunehmend in diesen Gefahren ausgesetzt. Es nimmt zu. Und in Deutschland wird, wie so oft, überhaupt, also findet überhaupt keine Diskussion dazu statt. Eine Sache, wenn ich eine Sache noch sagen darf, von der ich mich extrem erleichtern würde, wenn ihr jetzt nicht alle sagen würdet, nee, das geht mir nie so. Nämlich, dass ich das Gefühl habe, es gibt so eine bestimmte Zeit von, mein Fotograf sagt immer, da müssten wir eigentlich in Quarantäne, weil wir ein Stück weit nicht so richtig hier angekommen sind. Und so als Beispiel, also ich merke einfach, dass ich auch verrohe ein bisschen. Und es gibt so Alltagssituationen, also mein Klassiker ist zum Beispiel, es gibt so, wenn man in der Bahn fährt und irgendjemand steht nicht auf, obgleich dem der Platz da irgendwie gar nicht zugewiesen ist. Ja? So im Normalfall, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit in Berlin bin, würde ich ganz freundlich hingehen und sagen und irgendwie einen Schaffner rufen. Ja? Und ich merke aber auch, wenn ich jetzt aus so einer Region komme, kann ich den auch einfach sofort am Kragen packen, ja? Und sagen, jetzt raus. Ja? So. Also ich merke, es gibt auch, das würde ich gerne, ob das euch auch so geht, also es gibt auch so einen Moment von,
etwas archaischerem Gebaren, dass ich so eine Weile noch, hast du hoffentlich, sag jetzt bitte also, ja. Der Firn ist der Zivilisation. Passiert mir das vor allem im Straßenverkehr. Ich müsste, glaube ich, verkehrstechnisch dann immer erstmal in Quarantäne, wenn ich die ganze Zeit im Libanon oder im Irak Auto gefahren bin und dann hier auf deutschen Straßen wieder unterwegs bin, habe ich manchmal das Gefühl, ups, das war, man ist einfach noch so aufgeladen und ja, zum Teil auch eine Form von Aggression ist da natürlich da. Also das alles kann ich auch nur unterschreiben, aber es ist auch so, was ich auch ganz wichtig finde, es gibt doch auch unglaublich viele schöne Momente. Und das glaubt einem immer keiner, dass man in der schlimmsten Situation vielleicht auch einfach einen schönen Moment erlebt oder eine schöne Begegnung oder berührt wird von etwas. Und davon, das baut einen ja wieder auf und gibt ihnen wieder viel, ganz viel Kraft und dann fährt man auch wieder hin. Ja? Und das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Ja, das ist ja das. Das Leben danach oder die Situation nach der Rückkehr geworden ist, fände ich, wäre es ganz schön, du hast es schon beschrieben, Birgit, wenn Esther Saob oder auch Jenny Schenk auch dazu vielleicht nochmal was sagen, weil es ja mit den Fragen jetzt etwas weniger auffällig hier sich entwickelt hat. Aber ich will dir damit überhaupt nicht sagen, dass mir die Wortwechsel und der Austausch über nicht gefällt, sondern im Gegenteil, ich finde das wunderbar. Jenny. Also ich kann mich nur anschließen und sagen, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht nur tagtäglich von Krisen und Kriegsberichterstattung berichten muss, weil meine Arbeit als Kamerafrau in den Auslandsstudios natürlich noch ganz andere Dinge beinhaltet, sowas wie Feature, 30-Minuten-Formate, wo man vielleicht auch mal in den schönen Kaukasus fahren kann, jetzt als Beispiel. Das ist natürlich irgendwie auch leider eine Kriegsregion. Ja. Findet sie als schön, jetzt nach Afrika. Und also jetzt wirklich, dass man ganz andere Geschichten auch dreht. Aber ich muss auch sagen, diese Einsätze haben bei mir zum Beispiel sehr das politische Interesse geprägt und geweckt, dass man sagt, es ist unglaublich, was auf diesem Planet vor sich geht. Und ursprünglich war ich mal eingemauert in der DDR und in meiner kleinen Welt und auf einmal ging die Mauer auf und jetzt überrennen einen die Schicksale und die politischen Unterschiede. Also es ist schon ein harter Tobak, was die Welt hier sozusagen zu dealen hat. Frau Saob? Also Caroline, du hast vorhin gesagt, man hat dann schon auch Lust auf ein Radiosymphonieorchester, wenn man jetzt aus so einer ganz extremen Situation wiederkommt. Ich habe aber schon festgestellt, das würde ich jetzt nicht Verrohung nennen, aber ich habe nur noch bedingt Verständnis für Luxusprobleme. Also das geht mir dann, also da habe ich manchmal gemerkt, dass ich dann nicht den Typ vom Stuhl aus der Straßenbahn gerissen habe, sondern eher irgendwie so ein bisschen ungehalten reagiert habe, wenn Leute dann erzählen, worüber sie sich aufregen. Ja, also die berühmten Kinder in Afrika, die hungern, die kommen irgendwie schneller über die Lippen, wenn man sie mal gesehen hat, finde ich. Meine armen Kinder leiden jetzt darunter. Es wird schon so ein bisschen, es relativiert sich vieles. Natürlich sind die eigenen Probleme immer die größten, das bleibt auch so. Aber wenn man mal gesehen hat, womit andere Leute fertig werden und womit andere Leute froh fertig werden. Also du hast gerade gesagt, schöne Momente. Ich finde, also es ist ja jetzt nicht nur, dass es mal schießt und ballert, sondern ich habe in Gaza, was mich echt umgehauen hat, ist, dass es nach einem Tag, ein Tag hatte es nicht mehr geschossen. Und schon haben die angefangen, zusammenzukehren und aufzubauen. Dann bin ich hingegangen, habe gesagt, was macht denn ihr? Da sagen die, naja, wir machen unser Geschäft wieder in Ordnung. Da habe ich gesagt, zum wievielten Mal macht denn ihr das? Haben sie so geguckt und gesagt, weiß nicht, aber hilft ja nichts. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich so dachte, dass man einfach immer wieder anfängt, ja, und nicht dann da sitzt und deprimiert und warum hilft uns keiner und die wissen eh, dass ihnen keiner hilft, also machen sie es eben selber. Also das sind auch so Momente, die wo ich so das Gefühl habe, dass einem das auch Kraft gibt und das habe ich dann auch versucht, in die Geschichten reinzunehmen. Also nicht immer nur dieses, ach wie schlimm und ach wie schrecklich. Und was für mich das Wichtigste eigentlich war, mit dem Verarbeiten von Leid, ist,
was du auch vorhin sagtest, wieder hinfahren. Also ich war jetzt im Sommer wieder bei der Familie, die ich vor fünf Jahren die Phosphorgranate durchs Dach ist. Ich meine, die haben ein Bild an der Wand, wo alle toten Familienmitglieder drauf sind. Das sind viele. Aber inzwischen sind schon 3 oder 4 Babys geboren, die wieder nach denen heißen. Und das Mädchen, das damals, wo ich gedacht habe, die wird nie wieder aufstehen, die hat jetzt die 1. Klasse fertig. Und hat sogar ein sehr gutes Zeugnis. Und das sind so Momente, wo ich so denke, da habe ich erst hinterher gemerkt, wie wichtig mir das war, die da jetzt wieder zu treffen. Und die haben sich auch so gefreut. Das ist wieder dieser Punkt, ja, wie machst du jetzt keinen Bericht? Ja, soll ich dir jetzt kein Interview geben? Und ich sage, nein, ich komme nur einfach so, ich will euch sehen. Aber wir machen das jetzt trotzdem noch, die Geschichte. Und zum Beispiel, dass man immer bekocht wird. Das klingt total komisch, aber mich hat irgendjemand gefragt, ja, jetzt fährst du ja wieder nach Gaza, wie ist denn das, wieder nach hinzufahren? Und ich rutschte mir raus, ich freue mich irrsinnig auf dieses Huhn mit Mandeln und Reis und Joghurt. Ja? Und das stimmte aber. Ja, und natürlich ist es, also jetzt nicht, weil ich nicht sehen würde, was Armut und eben das Eingeschlossensein der Krieg der verursacht, sondern weil das einfach auch, also ja, wie ihr jetzt alle auch sagt, eben Teil dieser Momente sind, die eben dazugehören. Und das muss man eben immer sagen, Krieg besteht eben nicht nur aus Krieg, sondern gleich, es ist irgendwie diese Ungleichzeitigkeit, in der eben dann alle anderen Dinge des Alltags auch statt haben. Und die Menschlichkeit, denke ich, also das ist sicherlich etwas, was ich erlebt habe, du vielleicht auch, diese ungeheure Menschlichkeit, die man dann in solchen Situationen erlebt. Also ob es die Flüchtlinge sind, die im Tschad, die selbst nichts mehr haben, die dann aber nochmal die nächste Welle der Flüchtlinge aus dem Darfur aufnehmen. Oder aber ich habe eine Situation erlebt, da bin ich mit 30 Afrikanerinnen in einem roten Bus zum Weltfrauenmarsch nach Bukavu gefahren. Aber über Land, also wir sind quasi durch ganz Kenia, durch Uganda, Ruanda bis nach Bukavu, bis über die Grenze. Und wir kommen da an, also 3 Tage in einem Bus, 3 Tage mit Pannen und allem Möglichen. Und ich war einfach, es war der Hammer. Diese Frauen waren so gut gelaunt, die waren so gut drauf, die haben gesucht. Wir kamen quasi den Berg runtergefahren, singend, diese Frauen haben gesungen. In diesem Frauencamp sozusagen empfingen uns dann Pakistanerinnen, Französinnen, Kanadierinnen etc. etc. Und die sagten, das gibt's doch gar nicht. Ihr müsst doch müde sein. Da habe ich einfach nur gedacht, ja. Und sie sind gekommen. Also diese Frauen sind dann gekommen. Also wir mussten dann über die Grenze gehen. Und die sprachen natürlich Swahili. Wir gingen also über die Grenze und dann kamen so alte Mütterchen mit ihren Säcken. Viele von denen auch vergewaltigt und hörten dann diese Frauen Swahili sprechen und meinten nur, was macht ihr denn hier? Und dann meinten die Frauen, wir sind gekommen, um euch zu unterstützen. Das war für mich ein Moment, wo ich dachte, das ist einfach, da ist so viel Kraft. Diese afrikanischen Frauen haben so eine Power, die haben so viel Kraft. Und mir wurde auch klar, dass die denen so viel mehr geben können, als wir mit unseren weißen NGOs, also dass die dahin gefahren sind zu diesem Weltfrauenmarsch, wo sie selbst wenig Geld haben. Und das ist etwas, warum man zurück will. Also diese Menschlichkeit, diese pure, rohe Menschlichkeit, die uns, glaube ich, in vielen Dingen schon abhandengekommen ist. Wir haben die auch noch, aber ist halt schwierig. Mit dem wunderbaren Bericht über eine menschliche Begegnung, die ein Glücksfall ist, und von diesen Glücksfällen habt ihr schon so viele erlebt, beenden wir diese Runde. Wir verabreden uns für ein nächstes Mal. Beim nächsten Mal reden wir darüber und sorgen vielleicht noch durch mehr Öffentlichkeit, dass diese Thematik weiter nach vorne gebracht wird. Wir müssen darüber reden, weil die Welt leider so ist, dass an Krisen und Kriegen es nicht weniger werden wird, aber sie berühren und betreffen uns immer mehr, weil die Welt kleiner geworden ist, banal und eine Binse. Ich möchte jetzt noch die Werbetrommel rühren. Jetzt kommt der Werbeblock. Die Kolleginnen hier auf dem Podium haben, von Ausnahmen abgesehen, alle viele lesenswerte Bücher, sehenswerte Bücher auch gemacht. Die kann man sich angucken auf deren Websites. Ein Büchertisch hier hinzukriegen war, hätte den Bogen überspannt. Die Böll-Stiftung, das Gunda-Werner-Institut hat schon wirklich großartig auch für den Journalistinnenbund hier Verhältnisse geschaffen. Aber bitte guckt drauf, es gibt wirklich viel zu lesen und eben auch viel von dem, was
eben überhaupt nicht so katastrophal ist in den Katastrophen, Krisen und Kriegsgebieten. Und dazu eröffnen die Bücher Einblicke, Werbeblock zu Ende. Ich danke euch, Ihnen allen sehr herzlich. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier die Organisation gemacht hat, vor allem die Kollegen, die jetzt die Technik gemacht haben, die uns hier hervorragend Bescheid haben. Die Dolmetscherinnen sind, glaube ich, schon weg oder sie sitzen hier inzwischen im Saal. Auch das war eine wunderbare Unterstützung. Ich habe mich bis jetzt hier sehr, sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, das wird für den Rest des Abends weiter gelten. Ich hoffe nämlich sehr darauf, dass ich noch was zu essen finde. Und das gilt wahrscheinlich für einige andere hier auch. Ganz zum Schluss allerdings wird natürlich, wie das die Kleiderordnung vorsieht, die Vorsitzende des Journalistinnenbundes noch ein offizielles Dankeschön formulieren und den Gästen noch ein kleines Geschenk überreichen. Ja, die Kleiderordnung ist eine... Ja, gerne. Danke. Das ist ja irgendwie der schwierigste Moment, weil ja, genau. Helga liebt das mit der Kleiderordnung. Ich sage ein großes, ich muss aber Hilfe kriegen irgendwie. Rosi, kannst du mir helfen? Also, es war für uns, ich werbe jetzt, mache auch eine Werbetrommel natürlich, nicht nur für die Bücher, mit einem großen Danke für Ihre, nicht nur Anwesenheit, sondern für das unheimlich tolle Miteinander und mit uns miteinander als Journalistinnenbund. Wer sich für uns interessiert, soll auch auf eine Website gehen, nämlich auf die Website des JB und findet dort auch alle Möglichkeiten, mit uns mitzumachen oder auch Mitglied zu werden. So, ein großes Danke. Jetzt kommen die Journalistinnenbundschalen, die als Bohlen verwendet werden können. Herzlichen Dank, Frau Imke. Können Sie ein Müsli draus essen? Müsli, wie auch immer. Danke, Frau Fischer. Kaffee draus trinken. Frau Meissner, man kann Kakao auch draus trinken. Vielleicht, ich hoffe, mir fällt noch genug ein. Man kann auch Blumen einlegen. Spülmaschinenfest, bitte. Es ist ein ganz ein reizvolles Teil. Und hat eine, ja, Spruch, der für den JB auch Ziel formuliert. Vielen, vielen Dank an dich, Helga, Helga Kirchner. Großes, großes Danke und noch einmal an das Medienlabor. Und wir haben hoffentlich die Möglichkeit, noch draußen weiter miteinander zu sprechen. Und noch mal Danke an das Gunda-Werner-Institut. Herzlichen Dank.